Ihr habt gut geschlafen, ihr habt eine erholsame Nacht gehabt. Ihr konntet viel zum Herrn Jesus Christus beten und euch Gedanken machen über eure Ewigkeit. Beste Morning Show, ja genau. Ja, auf dem Hauptaccount bin ich noch bis zum 25. gesperrt, weil die Muslime immer die Wahrheit ertragen können, deswegen. Deswegen wurde ich wie immer gesperrt, wegen dem Ertragen der Wahrheit der Muslime. Ja. Wie immer die Lache, ja natürlich, die Lache darf nicht fehlen, hallo? Die Lache gehört zu Dr. Sher Abu Amir. Er muss immer fröhlich sein und immer gut drauf sein in seinen Livestreams. Ihr wisst das doch. Dr. Sher am Morgen vertreibt Allah und Sorgen, genau. Wir müssen Allah vertreiben und die Sorgen mit dem Islam. Ich habe mir heute Morgen habe ich mir so gedacht, so alle Propheten wurden durch Allah, also ja, im Koran ist ja so, dass der Allah mit allen Propheten redet, außer mit Mohammed. Da sind er einfach so ein Engel. Ja, geh mal hin, Jibril. Sag ihm das mal. Selbst mit Mose hat er gesprochen und das in seiner Schöpfung drinne. Allah kam ja und sprach aus dem Dornbusch zu Mose in Sure 27, Vers 7 bis 9. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, denn die Muslime sagen ja, alles was in der Schöpfung drin ist, kann nicht Gott sein. So widerlegen die Muslime sich immer wieder selber. Ja, das Schlimmste daran ist noch, dass im Bukhari steht, dass Allah jede Nacht in den siebten Himmel hier hinkommt, um den Menschen so nahe zu sein. Er ist dann im siebten Schicht des Himmels. Hammer, ne? Also betritt er immer die Schöpfung hier bei uns auf der Erde. Er kommt auch. Die Muslime können es nicht wahrhaben, dass der Allah in seine Schöpfung eintrete, dass er so, ja, dann auch Körper haben muss, ne, wenn er hier eintritt. Der hat ja durch den Dornbusch zu Mose auch gesprochen, ne? Ja. Aber haben ein Riesenproblem damit, dass Gott Mensch wurde. Das ist so krank. Warum in der siebten und nicht in der zwölften Schicht? Das habe ich mich auch gefragt. Allah entscheidet die siebte. Vom siebten Himmel. Ja, der ganze Islam ist auf einer einzigen Quatschbasis aufgebaut, ne? Die damaligen Araber haben natürlich nicht so großen Verstand gehabt und der Mohammed hatte ein leichtes Spiel mit ihnen, ne? Er war bestimmt so ein sehr eloquenter Typ, der sehr gut reden konnte und hat die damaligen Araber, so gut es geht, dann halt reingelegt, ne? Allein die Sure 23, Vers 12 bis 14 zeigt uns schon, was da abgeht, ne? Was für eine falsche Embryologie dort beschrieben wird. Ne? Die Stadien, wie der Allah das Kind erschafft im Mutterleib der Frau. Und am Ende dieses Textes steht dann, Allah ist der beste Schöpfer von allen. Und dieser Satz ist nicht mal von Mohammed oder von Allah. Das ist von Ibn Abyssal. Jeder kennt von euch die Geschichte, das ist so traurig. Sein Satz von Ibn Abyssal hat es in den Koran geschafft. Und Allah ist der beste Schöpfer von allen. Ja, und Ibn Abyssal wurde ja dann ungläubig, ne? Und hat gesagt, wenn Mohammed ein Prophet ist, dann bin ich erst recht ein Prophet. Das waren ja meine Worte, hat er den ausgelacht, ey. Oder haben die den umgebracht, den Ibn Abyssal? Das ist so grausam, ey. Oh, Roses, oh, hard. Der Islam hat so einen katastrophalen Ursprung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Katastrophalen Ursprung. Morgen, mein Bruder, morgen, meine Lieben, meine Wundervollen. Ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Möge der Herr Jesus Christus jeden Einzelnen von uns wahrlich zu seinen wiedergeborenen Christen zählen und wir auf dem Weg zum ewigen Leben sind. Mit all unseren Schwächen, Fehlern, und das, was uns als Menschen auch ausmacht, ne? Dass wir halt ohne Ende sündigen und Fehler machen. Ne?
Der Gerechte kam für die Ungerechten. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die, die sich selbst für ungerecht halten. Für die Kranken bin ich gekommen, um uns zu heilen. Danke, Herr, dass ich Christ sein darf. Ja, Amen, genau. Wir müssen den Herrn jeden Tag danken, dass wir zu ihm gehören dürfen. Ne? Welches Privileg wir doch genießen dürfen, uns Kinder Gottes zu nennen. Ne? Halleluja. So muss das sein. Durch das Blut Jesu Christi werden wir von all unserer Schuld reingewaschen. Ne? Wir müssen nicht selber bezahlen für das, was wir in unserem Leben verbockt haben, sondern der Gerechte kam, um uns diese Sünden zu vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben, sagt der Herr. Sei Al-Hetzerei ist wieder da, ja genau. Der authentischste Hetzmann ist wieder da für euch. Wo ist mein Bruder? Abu Hetzerei. Hi, mein Lieber. Hi, Chef. Ja, deswegen lasst euch niemals beirren von irgendwelchen Leuten, die euch ein ganz anderes Evangelium predigen, als das, was die Apostel gepredigt haben. Jesus Christus ist gekreuzigt, ist auferstanden und er hat für die Schuld der Menschheit bezahlt. So sieht's aus. Und so wird es auch immer bleiben. Egal, wer was dagegen sagt. Am Ende werden sich doch alle Knie beugen, die im Himmel so und auf Erden sind. Und bekennen, dass er Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was war das? Panther? Der beste Hetzer, sagt er. Vorhin etwas gefunden gab, was ich mit euch so durchgehen wollte. Ballert ein Löwe rein. Neuer Volkswagen? Achso, ja, dieser Ali Dawa wurde ja gefragt. Ali Dawa, warum ist für dich so der christliche Glaube falsch? Und dann hat er dann geantwortet. Dann sagt er so, ja, der Gott wurde Mensch und trat in seine Schöpfung ein. Und alles, wir wissen ja, alles, was in seiner Schöpfung eintritt, das ist nicht von Gott, sondern Schöpfung. Und guck mal, wie der selbst den Islam vernichtet hat. You know, so that's the reason why the Holy Spirit, for example, is the same thing. It is in the creation. Anything that is in the creation cannot be God. Anything that is in the alles was in der Schöpfung ist, kann nicht Gott sein. Guck mal, was der da labert, der Typ. Und der hat 900.000 Abonnenten auf YouTube. Was meinst du, was er für eine Detonation ausgelöst hat, als er gesagt hat, die wissenschaftlichen Wunder wurden widerlegt? Allein dieser Satz von jemandem, der so viele Abonnenten hat, was meinst du, wie das Kartenhaus zum Einsturz gebracht hat? Dieses Lügengerüst. Creation cannot be God. Okay, well, I don't know why would you ask that question about Allah entering his creation. You... Siehst du, jetzt kommt der Sam Shimon, einer der weltbesten Apologeten, die wir haben. Ne? Er kennt sich ja mega gut aus, ey, im Islam und auch im Christentum. Ne? I believe he does. It doesn't say that in the Islam. Every third part of the night, what does Allah do? He descends to the... Amir, was Steve, was du da immer aus, Bruder. Ja, den besten Shisha-Tabak, habe ich doch gesagt. Ich bin immer auf der Suche nach dem neuesten, besten, härtesten und geschmackvollsten Shisha-Tabak, den es hier in Deutschland gibt. Und ich fahre durch ganz Deutschland kreuz und quer, um den besten, allerbesten Tabaksorten zu finden. Für meinen heftigsten Laden, den ich in Neukölln aufmache. Neben Arafat sein Laden. Neben Papa Ari.
Falls die Leute Hunger bekommen, können die bei Papa Ari essen gehen. Und wenn die Bock haben auf eine Shisha, können die hier zu mir kommen bei Dr. Sheikh Abu Amis Lounge. Mann, wie fährst du Bibeln, ja? Dönerspieß aus, nein, Mann, nein. Nee, er verkauft Eisware. Heiße Ware verkaufe ich, genau, heiße Ware. Leute, wir müssen tippen, wir müssen wieder Tipico machen, damit die anderen aufmerksam werden, dass Abo-Hetzerei hier am Start ist. Die müssen aufmerksam gemacht werden. Viele Tipico, nicht vergessen, immer auf dem Bildschirm tippen. Der Finger muss wund werden. Hör mal weiter, was Sam Shimon sagt. What was heaven? So heaven part of creation or it's uncreated? Anything that is in the... Siehst du, ist der Himmel Schöpfung oder ist keine Schöpfung? Ist das geschaffen oder nicht geschaffen? Und dann sagt Ali Dauer, alles was in so geschaffen ist, ist nicht von Gott. Und Gott kommt nicht in seiner Schöpfung rein. Obwohl Allah das macht. Creation cannot be God. Well, we don't understand how that works. Auf einmal verstehen die nicht, die Muslime verstehen nicht, wie das funktioniert. Wenn Allah auf einmal in den siebten Himmel so kommt und uns ganz nah. Das verstehen die nicht, aber wir sagen, das ist ein großes Geheimnis, wir verstehen das nicht, dann ist es, ah, guck mal, die Christen, die dummen Christen verstehen das nicht. Seht ihr? Tell you, we don't understand. We say mystery, ah, I see you stupid Christians, but you can use it, the location, but still, does he enter the lowest heaven every third part of the night? He comes down, the hadith says he comes down to the lowest heaven. Okay, er kommt so runter, down, he's in roses, heaven roses. Creation. Heaven's creation, yes. Okay, so heaven's creation. So what is this about Allah not entering his creation? When you just said, because you follow hadith, Allah comes down to the lowest heaven, the heaven nearest to us, which is part of creation. Allah kommt in den niedrigsten Himmel, kommt er an. Rein, dankeschön. Yeah, that is true, yes. Okay, so where's the debate? But he doesn't come on earth. He doesn't come to the earth, though. You want to bet? Surah 27, 7-9 says he was on earth in a tree. Can you open that up for him? When Moses said to his people, I observe a fire and will bring you news of it, or I'll bring you a flaming brand that perhaps, the word happily means perhaps, you shall warm yourselves. Now the next verse, pay attention. So when he came to it, he was called, blessed is he who is in the fire and he who's about it. Glory be to God, the Lord of all being. Now the next verse. Moses, behold, it is I, God, the Almighty, the Almighty. So who's in the fire? You know who's around it? It's Moses. He said, blessed is he who's in the fire. Ice cream. And he says, Moses, it is I, Allah, the Almighty. So who was in the fire? It doesn't say Allah is in the fire. Come on. You didn't answer the question. Who's in the fire? I don't know who's in the fire. So who's... Wie der Muslim ein Problem damit hat, um zuzugeben, dass Allah sich in diesem Dornbusch befindet, in diesem Feuer. Spoke from the fire and saying it is Allah. Allah spoke from the fire. Okay, so you just, whether you like it or not, if Allah spoke from the fire, then when he says, blessed be he in the fire, you just said Allah's in the fire, even though you don't want to admit it. That's okay. We're working with you. Anything that is in the creation can... Seht ihr? So sieht's aus. Not be God. So sieht das aus. So ist das. Und da siehst du, sobald die Muslime dann irgendwas sagen, kann man das sofort gegen sie verwenden. Ja, wie? Warte mal, Allah kommt doch selber in den Luftraum, in den Himmelraum und ist und jede Nacht kommt er in den Luftraum. Ja, also muss er in seine Schöpfung eintreten. Mit was für einer Form kommt er denn hier hin? Ja, Allah, der Mohammed sagt uns ja, in welcher Form er kommt. Als ein Mann mit grünem Anzug, wolligem Haar, zwei rechte Hände. Was war das nochmal? Kennt ihr diese, ich glaube, Baseball, was war das? Baseball, irgendein Baseball-Logo von irgendeinem Team, Baseball-Team,
dass irgendein Typen so einen grünen, kleinen Kobold oder was hatte, der so komisch so mit seinen Fäusten von der Seite irgendwie sich ablichten hat lassen. Kennt ihr das? Was war das nochmal? War das vom Baseball oder Basketball oder was war das? Goldenes Haar hast du vergessen. Ja, genau. Golden Hair. Das ist ein Basketball. Ah, das ist ein Basketballteam. Okay. Celtics, genau. Celtic, ja. Perfekt, kennt ihr dieses Logo von diesen? Das könnte gerade Allah sein. Celtics, genau. Perfekt, warte, ich guck nochmal. Celtics. Sehr gut. Die Leute sind hier sehr, sehr wachsam. Celtics. Ja, das ist aber, ich glaube, das ist ein neueres Logo. Ich meine, dieses alte von damals. War das das nicht? Aber guck mal, das ist auch ein Typ mit so grünem Anzug. Dieser Kobold meinst du dann? Ja, das war doch so ein, ich glaube, das war ein Baseballteam oder was. So ein kleiner Gnom, der so von der Seite, nur man sieht so sein ein Auge. Und dann macht er so irgendwie, so keine Ahnung. War das das? Ich meinte nicht dieses Logo, aber das sieht auch schon gut aus. Sieht dem Allah auch ähnlich aus. Roses, Roses. Oh, Roses. Yeah, Roses. It smells so beautiful. Dankeschön. Danke, danke, Unbelief. Gottes Segen, Gott segne euch für all was ihr macht. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Wir müssen Tipico spielen. Oh, Ice Creams. Badajoc. Was denn ab Badajoc? Kein Geld am Start. Ice Creams so good, ja. Yeah. Ja, auf jeden Fall, ihr seht, das ging mir die ganze Zeit im Kopf, dieses Logo. Da musste ich sofort an Allah denken, ne? Mit diesem grünen Anzug, bartlos und halt diese zwei rechte Hände und alles mögliche. Grauenhaft, ey. Ah, mein Gott segne dich, mein Gott segne euch alle, ihr Wundervollen. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen und immer für euch da sein. Euch in allen Schwierigkeiten beistehen, all eure Probleme lösen und euch Trost schenken in all euren schwierigen Phasen in eurem Leben. Ne? Ja, wir neigen uns langsam immer weiter dem Ende zu. Ne? Jeden Tag aufs Neueste. Jeden Monat kommen Gesetze dazu und das ist wieder so und dies und ach. Bis wir dann eines Tages das Bargeld auf einmal langsam verschwindet und die Elite dann die Leute zwingt, sich den Chip einzupflanzen. Ne? Geh mit Coach Frankie. Ja, der hat mittlerweile eine sehr große Reichweite, der Coach Frankie. Ja, weil er so polarisiert, ne? Der ist sehr, sehr komisch zu den Leuten, ne? Der macht die ganze Zeit an. Die können doch nicht mal eine normale Frage stellen. Da sagt er sofort, raus, raus, raus. Oh Mann, ne? Niemals werde ich das machen. Was wirst du niemals machen? Coach Frankie war auch schon hier bei dir, Bruder. Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Ich habe mit Coach Frankie schon gesprochen. Der folgt mir. Ich folge ihm auch. Ja. Ich bin ihm auch gefolgt. Achso, das mit dem Chip. Ja, ja, genau. Denn der Jesus Christus wird uns ja bewahren vor der Stunde der Versuchung, ne? Und er selber kommt ja in den Luftraum, um uns mitzunehmen. Und das ist natürlich ein Ereignis, das die Elite weiß und kennt und uns durch so
Cartoons wie Family Guy und Simpsons und sowas so als lächerlich darstellt. Ne? Ihr wisst ja, dass der Teufel sich lustig macht über die Wiedergeborenen. Ne? Ja, wenn ihr euch das mal anguckt, ne, dieses Ritual, wie der Satan auch die Muslime auslacht, wenn sie da nach Mekka pilgern, um diesen schwarzen Stein zu umrunden 7-mal und dorthin zu laufen, um den schwarzen Stein zu küssen. Ne? Da fragen wir die Muslime, ja, warum machst du das denn? Warum küsst du denn den Stein? Ja, weil Mohammed das gemacht hat. Ja, warum hat Mohammed das gemacht? Ja, keine Ahnung, wir machen das, was Mohammed gemacht hat. Ja, weil dieser Stein angeblich die Sünden der Menschen aufsaugt, ne? Ein Stein. Ja, das ist das Problem, was sie haben, ne? Das götzendienerische Praktiken. Die Quraysh haben das schon vorher getan und Mohammed hat das einfach übernommen und in seinen Islam reingepackt. Ja. Deswegen, ihr seid schon gut dran mit dem Herrn Jesus Christus. Der da ist Gott, der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist. Mit diesem verherrlichten Körper in den Himmel aufgefahren ist, um bald Gericht zu halten. Das wird heftig werden, ne, für diejenigen, die keine Entscheidung für den Herrn getroffen haben. Sie werden auf ihre Brust schlagen und wehklagen. Ne. In einem Nu werden wir auf einmal weg sein. Ne. Das ist so heftig. Was für ein Ereignis, wenn man sich das nur so vorstellt. Ne. In einem Nu, wie in so einem Film. Auf einmal siehst du, wie der Dr. Sheikh Abu Amir am Fahren ist. Auf einmal weg. Fährt mein Auto in den nächsten Leitplanken, aber ich bin weg. Ist das krass, ey. Hier, vielleicht der Burger King-Mitarbeiter oder McDonalds-Mitarbeiter wiedergeboren ist. Auf einmal dreht er einmal so die Hamburger-Scheibe um. Auf einmal ist er weg. Die Mutter sankt dem Kind, das sie vom Herrn Jesus Christus erzählt haben. Heftig, ey. Was für ein Ereignis. Ja, die Muslime haben das ja nicht im Koran. Ne? Die Entrückung, Mahlzeichen des Tieres, das kennen die alles ja gar nicht. Sie sind ja auch von ihren Imamen und Schiuchs ja verleitet worden, da die Bibel nicht aufzuschlagen. Ne? Vehement wird das so bekämpft und die Muslime werden angegangen, wenn sie anfangen, die Bibel zu lesen. Ne? Unfassbar. Zurück in die Zukunft mäßig, ja genau. Lass uns das mal hören, Offenbarung 13. Offenbarung Kapitel 13. Offenbarung Kapitel 13. Aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther. Und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben zu reden, große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott,
so lässt er seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt angeschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Das Lebensbuch des Lammes. Hat jemand Ohren, der höre. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Guten Morgen. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 666. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Die berühmte Zahl, 666. Und ich sah ein Tier. Und das ist das. Das haben die Muslime ja nicht im Koran. Denn Allah ist ja nicht Gott. Allah kann ja nicht so eine Prophezeiung geben, dass eines Tages bald das Bargeld verschwindet. Und dieses Zahlungsmittel irgendwas ist, das wir an unsere rechte Hand bekommen. Oder als Lasertätowierung hier an unsere Stirn, die keine Hände und Arme mehr haben oder was, ne? Als unsichtbare Lasertattoo, ne? Dass du einfach mit dem mit der Stirn da so dran gehst und das dann hier so wie eine unsichtbare QR-Code oder was auch immer, ne? Wahnsinn. Weil der Kopf ist ja bei jedem dran, aber halt die Arme oder die Beine, ne, sind bei manchen amputiert worden oder irgendwie bedingt durch Geburt. Irgendwas ist ja passiert bei einigen Menschen auf der Erde. Und da haben natürlich auch dran gedacht. Ja, was machen wir denn, wenn die Leute keine Hand haben, wo wir den Chip implantieren können? Ja, dann kriegen die halt irgendwie so einen QR-Code, unsichtbaren QR-Code, den sie dann mit der Stirn dann dran halten können. Unglaublich. Und da habe ich schon einige Pilotprojekte gesehen. In so Supermärkte, wie du nur noch so mit dem hier mit der Stirn so bezahlst, bald. Die haben das schon so eingerichtet, ne? Mit so Laser-Scan-System. Dass sie dein Gesicht scannen, beziehungsweise auch deine Stirn oder was. Irgendwas werden wir, ja, wenn die Bibel sagt, dass wir irgendwas an die Stirn bekommen, dann wird das auch so geschehen. Die machen das über die Augen im Supermarkt. Nee, die Bibel redet über die Stirn. Explizit über die Stirn und rechte Hand, dass wir irgendwas an unsere rechte Hand bekommen. Oder die Stirn. Ne? Wann ist die Entrückung? Ja, das weiß keiner. Der Herr Jesus Christus sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Also sei vorbereitet. Ne? Das Gleichnis der Jungfrauen, das können wir uns mal anhören. Damit ihr mal
wisst, was abgeht. Das Gleichnis der Jungfrauen. Das Gleichnis der Jungfrauen. Gut zu hören, ihr Lieben. Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit 10 Jungfrauen. Hör zu. Die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Klugen und die Törichten. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Kein Öl, kein Heiliger Klugen Geist. Die aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Wir, die wir voll Heiligen Geistes sind, wir vertrauen auf den Herrn Jesus Christus und leben Tag ein, Tag aus mit ihm. Nehmen unser Kreuz auf uns und folgen ihm nach. Und dann gibt es halt Gläubige, die einfach nur ihr Leben leben und eigentlich gar nichts mehr mit Jesus zu tun haben. Als der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht erklang es plötzlich. Der Bräutigam kommt. Jesus Christus, der Bräutigam. Geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen, nein. Nein. Dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht, sagt der Jesus. Seid also wachsam, denn ihr wisst, weder den Tag noch die Stunde, zu der der Menschensohn kommt. Seht ihr? Keiner weiß nicht den Tag und die Stunde, wenn der Jesus zurückkommt. Wir sollen also klug sein, wie die Jungfrauen, die ihre Lampe voll Öl haben, damit sie den Weg durch die Höhle oder im Dunkeln sehen, wo sie hinlaufen. Ne? Nicht töricht sein, ohne Öl in der Lampe durch eine Höhle zu gehen. Das ist ja katastrophal, du findest den Weg ja gar nicht. Das ist das. Ja, das ist auch sehr, 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 sehr schön. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin Al-Nur, sagt der Muslime. Jesus sagt, ich bin Al-Nur. Einer der 99 Namen Allahs. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Amen. Du legst über dich selbst Zeugnis ab. Dein Zeugnis ist nicht gültig. Auch wenn ich Zeugnis über mich ablege, ist mein Zeugnis gültig. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ich bin von oben, ihr seid von Ihr unten. Urteilt, wie Menschen urteilen. Ich urteile über keinen. Wenn ich aber urteile, ist mein Urteil gültig, denn ich urteile nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch in eurem Gesetz heißt es, erst das Zeugnis von 2 Menschen ist gültig. Ich bin es, der über mich Zeugnis ablegt, und auch der Vater, der mich gesandt hat, legt über mich Zeugnis ab. Wo ist dein Vater? Wo ist dein Vater, fragen die Pharisäer. Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr meinen Vater kennen, dann würdet ihr auch mich kennen. Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen. Und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Ihr stammt von unten. Ihr stammt von unten. Ich stamme von oben. Ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt. Ich bin nicht aus dieser Welt. Seht ihr? Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Aha. Wer bist du?
Wer bist du, fragen Sie ihn. Der, von dem ich bereits gesagt habe, dass ich es bin. Yahweh selber. Ich hätte noch viel über euch zu sagen und zu richten. Aber der, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Und was ich von ihm gehört habe, das sage ich der Welt. Wenn ihr den Menschen so erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und dass ich nichts im eigenen Namen tue. Sondern das, was mein Vater mich gelehrt hat, zu tun, was ihm gefällt. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch befreien. Die Wahrheit wird euch befreien. Wir sind Abrahams Nachkommen und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort in euch keine Aufnahme findet. Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham. Jetzt aber wollt ihr mich töten. Einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet, die ich von Gott gehört habe. Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Ihr habt den Teufel zum Vater. Johannes 8,44. Er war ein Mörder von Anfang an. Und er steht nicht Mörder in der Wahrheit. Von Anfang an. Denn es ist keine Wahrheit in ihm. Mir aber glaubt ihr nicht, weil ich die Wahrheit sage. Amen, Amen, ich sage euch, wer an meinem Wort festhält, wird auf ewig den Tod nicht schauen. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Euer Vater Abraham jubelt über meinen Tag. Er sah ihn und freute sich. Du willst Abraham gesehen haben? Du willst Abraham gesehen haben? Amen, Amen, ich sage euch. Noch ehe Abraham wurde, bin ich. Bin ich. Wahnsinn. Guck mal, Gänsehaut am ganzen Körper, ey. Allein dieser Satz mit dem, was du weißt über die Bibel, so, ne? Wenn der Herr Jesus Christus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Und du weißt, dass Gott sich selber im Alten Testament nennt, ich bin, der ich bin. Und seine Präexistenz damit beweist, ne? Dass der Herr Jesus Christus in seiner göttlichen Form Abraham schon längst gesehen hat, schon längst. Jetzt gerade in der menschlichen Form spricht, ihr Abraham, wart, war ich schon, bin ich. Die Muslime werden einen so hohen Preis bezahlen und alle, die die Gottheit des Herrn Jesus Christus leugnen. Ne? Denn der Schlüssel zur Vergebung ist ja in der Gottheit selbst. Deswegen sagt der Herr Jesus Christus ja in Johannes 8, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich Gott bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Die armen Unitarier, ja genau. Ex-Muslima, das habe ich doch schon gestern 8 Millionen Mal gesagt, oder? Das mit dem Buch von Al-Qurtubi auf der Seite 353. In Tuhfatul Habib al-Shahid al-Khatib. Das ist keine Sura. Das ist auch keine Aya. Al-Qurtubi ist ein Gelehrter, der den Koran ausgelegt hat. Und er schreibt in seinem Buch, in Tuhfatul Habib al-Shahid al-Khatib, etwas übers Himmelreich und sagt, dass die Muslime, sobald sie im Himmelreich eingetreten sind, erlaubt Allah ihnen, ihre eigenen weiblichen Verwandten zu penetrieren. Und außer der Mutter und der Tochter. Und Allah gibt jedem männlichen, also jedem Muslim dann in Jannah dann einen Palmen-Penis, der so dick und so lang wie eine Palme ist. Das ist so abgefahren, ey. Ja, traurig, traurig. Ja, die Muslime versuchen ja dann alles in Gang zu setzen, um diese Widerlichkeit von Al-Qurtubi in seinem Buch dann halt zu widerlegen oder zu behaupten, dass das alles nicht authentisch wäre. Ne? Klar, die schämen sich. Ne? Das Prinzip der Beschämung. Das ist ja kein Islamhasser, der Al-Qurtubi. Der liebt ja den Islam und erzählt uns die Wahrheit über den Islam. Ansonsten landet er ja in der Hölle, wenn er Lügen über den Islam verbreiten würde. Oh, thank you.
Thank you. Ja, lasst euch da nicht beirren, ey. Seit hunderten von Jahren wurde das nicht in Frage gestellt. Jetzt, wo wir mit Internet und alles haben und dieser ganze Schund nach vorne kommt und die Muslime das mit ihren eigenen Augen lesen, ja, sind sie natürlich aufgebracht und versuchen alles oder setzen alles in Gang, um diesen Bericht als unauthentisch abzustempeln. Es ist krank, ist das. Danke für deine Antwort. Ja, gerne. Ich hoffe, dass du jetzt begriffen hast. Der Al-Qurtubi ist ein Mufassirin, gehört zu den Mufassirin, zu den Gelehrten, zu den Großgelehrten, und er hat den Koran ausgelegt und auch in seinen Büchern sehr viele Überlieferungen aufgenommen. Und eine davon ist halt diese, ne, mit dem Palmen-PNIS. Ja, Muslime versuchen, das zu verschönern. Ja, das ist ja diese unehrliche Gemeinschaft, ne? Religionsgemeinschaft der Muslime. Die Muslime. Unehrlichste Religionsgemeinschaft, die man überhaupt hier auf der Erde hat. Alles, was so dem Verstand widerspricht, plus was so peinlich ist, wird natürlich unter den Teppich gekehrt, wird niemals akzeptiert. Selbst wenn da steht Sahih, korrekt, das hätte dann angeblich Mohammed gesagt, wird auch nicht akzeptiert. Man bleibt weiter im Islam drin, ja. Und am Ende setzt man dann halt seine Seele aufs Spiel. Aber ich war niemals so und habe gesagt, wenn das ist, was die Muslime mir für authentisch befinden, dann gute Nacht. Darstellen. Auch wieder so Esoterik, Illuminati oder was? Auf Wikipedia-Seite zu Ali. Ah, okay, muss mal gucken. Gestern war es zu schnell. Konnte nicht schreiben, deswegen. Ach so. Okay. Ja, wie gesagt, also ich habe dir ja die Quelle genannt, ne? Tuhfatul Habib. Al-Shahad al-Khatib auf der Seite 353. Jetzt habe ich es. Danke, danke. Ja, gerne. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Alle Ehre dem Herrn, der Herrscher, dem Gott aller Götter, dem König aller Könige und Herr aller Herren. Amen. Jesus Christus. Ich verstehe nicht, wie kann man den Herrn Jesus Christus auch nur eine Sekunde, wenn man seine Herrlichkeit einmal so angenommen hat, gespürt hat, wie herrlich der Herr Jesus ist und sein Leben so studiert hat, wie kann man von ihm weggehen? Das ist für mich unglaublich. Wie kann man überhaupt noch einen anderen Glauben annehmen, wenn man einmal den Herrn Jesus Christus so kennengelernt hat? Unbegreiflich für mich. Ali ibn Abi Talib, ja genau. Denken Muslime, wie Jesus gestorben ist. Ja, gar nicht. Er lebt bis jetzt 2000 Jahre. Allah hat ihn ja emporgehoben zu sich selber in den Himmel. Da muss man die Muslime feiern. Wo ist denn Jesus? Bei Allah. Heftig, ne? Der Jesus aus dem Islam, dieser Isa, lebt bis jetzt immer noch. Und er kommt bald wieder, sozusagen, wie die islamische Terminologie da sagt, der Kreuze zerbrechen wird und Schweine tötet. Das ist so krank, ey. Kreuze zerbrechen und Schweine töten.
Das macht nur dieser Isa. Isa. Gelobt sei Jesus Christus, natürlich. Gelobt sei der, der nie eine Sünde begangen hat. Und das ist ja Gott selber, deswegen. Der Herr Jesus kannte keine Sünde. Das ist für mich unvorstellbar. Er selber, der Gott, der Allmächtige, kam ins Fleisch, makellos, perfekt, heilig. Und das auch im Islam. Der Einzige, der ohne Sünde war. Alle anderen haben gesündigt, jeder Mensch hier auf der Erde. Dr. Ex-Muslim, ja genau, Dr. Sheikh Abu Amir, der beste Sheikh von Deutschland. Was ist denn mit diesem Tablet hier los? Kann doch wohl nicht wahr sein. Dreht auch schon am Rad. Das darf nichts wahr sein, nichts. Der beste Sheikh, genau. SOS. Gott segne euch, ihr Wundervollen, ey. Ich freue mich so sehr für euch, dass ihr euch für den Herrn Jesus Christus entschieden habt. Und falls ihr noch keine Entscheidung getroffen habt, dann trifft sie noch heute. Und lasst euch retten und seid bei der Entrückung dabei. Wenn ich eines Tages nicht mehr sein sollte und durch die Hand eines Moslems mein Leben verliere, dann behaltet euren Dr. Sheikh Abu Amir immer mit einem Lächeln. Vergiss nicht, immer zu lachen, fröhlich zu sein und dem Herrn zu vertrauen, ihr Lieben. Gott bewahre, mein Bruder. Ja, es kann ja eines Tages so weit sein, dass der Herr seine schützende Hand über mich wegnimmt und er sagt, dass ich dann abberufen werde. Ne? Das kann durchaus sein. Dass das so lange schon gut geht, dass es... Das ist ein Wunder, wirklich. Das ist wirklich ein Wunder. Während alle anderen unter Polizeischutz stehen, läuft Dr. Sheikh Abu Amir wie so ein Vidanin in der Löwengrube überall rum. Das ist so heftig, ne? Vidanin in der Löwengrube laufe ich überall rum. Habe ich mich auch mit meinem Bruder unter. Meinte, das ist unglaublich. Alle stehen unter Polizeischutz, außer du. Du fährst überall hin, gehst überall in Stadt einkaufen machen. Das ist das Wahnsinn. Gott hat sich den Muslimen nochmal gezeigt. Und wie mein Bruder gestern gesagt hat, dass er mich vor dem Tod ja bewahrt hat. Versteht ihr, Muslime? Damit wollte er seine Macht zeigen, dass jemand, der für den Herrn arbeitet, dass da nicht einfach jemand kommt, um ihn umzubringen. Und die Psalmen habe ich euch ja alle vorgelesen, also gezeigt. Mein Bruder meinte, alle Psalmen sind für dich geschrieben. Meine Feinde versuchen mich zu töten, aber der Herr rettet mich. Ist das nicht herrlich? Ja, aber wie lange das gut geht, Gott hat sich dadurch aber geoffenbart. Hat den Muslimen ein Zeichen gegeben. Und ihnen gesagt, ihr Muslime, ihr müsst weggehen von diesem Gott namens Allah und zu mir kommen, zu Jesus. Kommt her, ihr Muslime, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe schenken. Ja, der Muslim, was kann denn der Muslim hier befürchten, wenn er sagt, Jesus ist nicht Gott, Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Und das kann er durch die ganzen Straßen hier in Deutschland rumschreien, da ist er sogar noch ein Held. Aber traut ihr euch mal hier in Deutschland in die Innenstädte zu schreien, Mohammed ist kein Prophet, Mohammed war nie ein Prophet, er ist ein falscher Prophet, er hat gelogen, der Koran ist nicht das Wort Gottes, Allah ist nur ein Bein, obwohl er sich so beschreibt. Was meint ihr, was dann los ist? Was meint ihr, was dann los ist? Wie ungerecht die Muslime eigentlich sind, ne? Wenn man sich das so überlegt, wie ungerechte Menschen das sind. Was für ungerechte Menschen das sind, ne? Alles sagen sie, aber gewähren niemanden auch
ihren Glauben zu predigen. Hast du noch Muslime in deiner Familie? Na, natürlich. Die gesamte Familie im Iran. Na, das ist ja heftig, ey. Die sind alle gut drauf. Ne? Das sind alles Muslime. Ne? Ich weiß gar nicht, wie die reagieren würden, wenn ich so vor denen stehe und die wüssten, was ich so mache. Ne? Ich weiß noch mal, als ich damals mit 18 Jahren im Iran angekommen war, und meine Familie zum ersten Mal sah, da war ich auch in der, von meinem väterlicherseits, die Familie, die sind ja sehr, sehr konservativ. Meine Mama hat eher so eine kleine Familie, aber mein Vater hat eine riesengroße Familie. Wir sind wie so eine arabische, Riesenfamilie dort, ey. Unglaublich, sowas hab ich nicht erlebt. Ich kannte nur diese Bilder von so, von Facebook damals, wenn du bei Ausländern zu Besuch bist, dass 1 Million Schuhe da vor, im Flur sind. Und das war genauso, als ich dann bei meinem Vater, die Mutter, dann in ihrem Haus da angekommen bin. Da kamen die ganzen Verwandten, um uns zu sehen. Von meinem Vater da die Seite. Und da gucke ich auf einmal in den Flur, ey, konnte gar nicht mehr zählen, wie viele das waren. Und meine Mutter nur am sagen, das ist der Onkel von dies, das ist der Cousin von da, das ist dein Cousin hier, das ist der Cousin von dir, das ist dein Onkel, hier ist der nächste Onkel. Mein Vater hat allein schon 9 Brüder. 9 Brüder und 2 Schwestern. Und dann müsst ihr euch mal vorstellen, jeweils, die haben auch noch mal zig von Onkels und Cousins. Was meint ihr, wie riesengroß die sind? Das ist heftig, ey. Ja, und dann, als ich meine Oma dann zum ersten Mal gesehen habe, die war ja dann in Chador. Voll die strenggläubige Muslima, ne? Und 5-mal am Tag da am Beten vor mir, ne? Wahnsinn, ey. Ja, kam die ja mit bis hier, ne? So wie es im Iran aussieht, ne? Wenn die Strenggläubigen da so rumlaufen. Bis hier so und das den ganzen Tag. Egal, ob es warm war oder nicht, ne? Das ist heftig. Sie hat ihre Haare nie so gezeigt, so wie die modernen Perserinnen das machen oder so, ne? Iranerin. Durch und durch strenggläubig, ey. Und stark, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich werde das nie vergessen. Ich war mit ihr dann hier im Markt dort in, wo war das? In Kerman war das, genau. Ich glaube in Kerman oder in Teheran. Weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die war dann dabei und ich war kurz so 1 Meter so daneben irgendwas am Gucken und die wollte, dass ich so keinen Millimeter von der wegweiche. Ey, die hat meine Hand gepackt, eine 85-jährige Frau, meine Hand gepackt und ich dachte jeden Moment, mein Knochen zerbrechen. So stark war die Frau, wie so eine Schraubzwinge. Die hat mich so gepackt, ich so, oh, du brichst meine Hand. Meint die, komm her. Richtig, boah, als zermalmt die Knochen, diese Frau. Unglaublich, ey. Du denkst so, Oma, die sind so zart und so, ne? Die Mutter von meinem Vater war wirklich heftig, ey. Wenn du der Knochen gegeben hättest, die hätte ihn so zerbrochen. In der Mitte, so. Das ist heftig, ey. Ja, werde ich nie vergessen. Ne? Die war die ganze Zeit in dieser Chador. Richtig, so Omas sind die besten. Ja, die war wirklich cool, ehrlich. Ey. Aber die arme Frau ist ja leider verstorben. Ja, ohne den Herrn Jesus Christus, ne, als Muslima. Ja, das macht einen dann auch traurig, ne? Wir wissen ja, ne, diejenigen, die von Jesus ja auch gehört haben und alles Mögliche. Und den Herrn Jesus Christus als einen Propheten nur gesehen haben, nur als Propheten, nicht als den ewigen Sohn Gottes, der Mensch wurde, um für uns zu bezahlen. Keine Chance. Keine Chance.
Natürlich, wenn man dann darüber nachdenkt, möchte man sich das nicht vorstellen, wo ihr Platz dann sein wird. Ne? Aber wir müssen bei der Realität bleiben. Auch wenn es unsere Familienmitglieder sind. Der Schmerz ist groß, ja. Aber wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Wo ist unser Bruder, wo ist unser lieber Bruder Reza? Ja, wo ist der denn? Alexa, antworte. Wo ist Abu Hetzerei? Abu, wo ist diese Abu Hetzerei hin? Hörst du mich? Hallo? Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Vielen Dank, mein Bruder. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's ganz gut. Und dir? Dem Herrn sei Lob und Dank. Gott sei Dank. Vielen Dank, mein Lieber. Amir, ich feiere dich dreimal hoch oder 20 Mal hoch. Nein, die Arbeit, die du leistest, die du machst. Also ich muss sagen, prima, Bruder. Mach weiter so. Glorifiziere den Herrn Jesus Christus. Erhebe ihn hoch. Amen. Für mich brauchst du nur zu beten, dass der Herr Gnade an mir hat. Aber trotz der Arbeit, die du machst, Bruder, das kostet natürlich selbstverständlich Zeit, Kraft, Nerven, vor allem mit solchen Menschen zu kommunizieren. Das ist nicht einfach. Deswegen prima. Ja, ich danke dir für deine Worte, mein Lieber. Ich habe eine andere Frage. Und zwar, wir hatten die Tage so eine Diskussion gehabt über den, oder es geht um den Paradies der Muslime. Kann ein Moslem, ein sterblicher Moslem, in Paradies kommen? Nein. Also, trotz, dass er seinen 5 Zakat macht, seine 5 Sohn da vorführt, kommt er nicht ins Paradies? Natürlich nicht. Die einzige Möglichkeit ist, sein Leben im Dschihad zu opfern, um sicher in Paradies von Allah zu kommen. Deswegen sagen die Muslime ja auch immer, Inshallah, ja. Ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Ein ehrlicher Muslim sagt immer, Inshallah, ich weiß es nicht, bete, faste, mache Tour und am Ende weiß ich gar nicht, ob ich gerettet bin. Das ist krank. Richtig, das hatte ich mir auch so, wie gesagt, die Muslime so erklärt. Also so hatte ich das auch die Tage gelesen und erklärt, es gibt ja kein Koran. So, da bin ich wieder. Also, der einzige Ticket oder Garantieticket für den Muslime Paradies zu kommen, in der sich quasi als Dschihad ja Menschen da reingeht und sich da, was weiß ich, blutige Christen oder gläubige Menschen, ungläubige Menschen an sich mitreißt. Ja, nicht nur gläubige Menschen, wenn Allah den Ungläubige, meine ich. Muss leicht und schwer, kämpft mit eurem Gut und mit eurem Blut, wenn ihr wahrhaftig seid. Mhm. Und dann Allah auch noch von ihnen verlangt, wenn ihr mit Allah den Vertrag eingehen wollt, um sicher ins Paradies einzugehen, so tötet und werde getötet. So einfach ist das. Und die Mujahideen, die nehmen Allahs Wort ja ernst. Das sind ja keine Heuchler wie 99% der hier lebenden Muslime. Sie praktizieren jedes Wort im Koran. Und da steht nun mal da, wenn du mit Allah den Vertrag eingehen willst, kannst du es machen. Da musst du aber dein Leben opfern, im Krieg, und bei den Erdbeben werden die alle Ehre verschwenden. Du wirst mit 72 Jungfrauen verheiratet und du darfst für 70 deine Angehörige Fürsprache halten. Wahnsinn, ne? Was meinst du, wie das auf den Muslim wirkt,
der das dann liest und sich denkt, das hat Mohammed wirklich gesagt, das ist gehirnische Optimismus. Die schnüren sich als ein Bombengürtel durch über den Bauch und dann springen sich in die Luft und nehmen sich und andere Menschen mit. Unglaublich, ne? Ja, es kam jetzt alles abgehakt jetzt rüber, aber ich habe das schon verstanden, ich kenne das alles. Also es gibt nur einen Weg, sich eine Garantie für den Paradies zu verschaffen. Und in diesen liefert der perfekte Motiv der Selbstmordentat, ne, im Dschihadkampf der einzige Weg, der sich als Paradies im Dschihad zu sterben lässt. Ist das auch so bei den Muslimen, wenn man als Dschihad... Ja.
Das ginge Hammer, schnell. Perfekt. Danke dir. Ja. So, da bin ich wieder. Freut mich. Das einzige ist dann der Weg im Krieg an die Hauptteilspiel und sein Mitspiel oder des Korans. Da kam jetzt nichts rüber, es hängt, Bruder. Schlechter Empfang. Hörst du mich jetzt? Ich höre dich, ja. Ja, es hangte jetzt gerade, war irgendwie so ein Loch bestimmt, da kam jetzt nichts rüber. Ja, warte also, ganz kurz. Ja. Jetzt ist wieder gut, ne? Ja, jetzt höre ich dich besser. Ja. Ich habe gesagt, dass das Erlösungskonzept im Islam ist das, dass du dein Leben für Gott lassen musst im Krieg, dass du selber getötet wirst und tötest. Und so sagt es ja auch Allah, damit du sicher ins Paradies eintreten kannst. Und wer ist besser, als seine Versprechen zu halten, als Allah selber? In Sure 9, Vers 111. Pure Gehirnwäsche, als würdest du mit dem Teufel einen Vertrag eingehen. Richtig. Sure 4, 74 erläutert das auch das Gleiche, was du jetzt sagst. Sure 4, Vers 74? Ja. Lies mal vor. Und so soll auf Allahs Wege kämpfen, wer unter den Gläubigen das irdische Leben für das Jenseits verkauft und wer auf Allah Wege kämpft, ob er nun fällt oder siegt, wahrlich dem geben wir gewaltigen Lohn. Ja, sehr gut. Genau noch ein Vers. Du verkaufst also das irdische Leben, nimmst an Dschihad teil, der Gipfel des Glaubens im Islam, und dann, ob du fällst oder gewinnst, siegst oder verlierst, der Allah lässt dich dann ins Himmelreich, weil du dann für seine Sache gekämpft hast. Heftig, ja, ne? Und da ist noch ein Vers, der ist auch pervers. 9, also Sure 9, 89, vielleicht kennst du den auch. Allah hat ihm Gärten des Paradies bereit durchheilt von Becher Ewiges darin zu verweilen. Das ist der größte Glücklichsieg. Also der verspricht dir quasi, wenn die das machen, dann kommen die im Paradies mit Becher und mit Getränke und sowas, ne? Ja, ja, so mit sowas lockt der Gott des Islams. Mit Trinken und Essen. Schön für den Bauch. Merkst du? Ja. Merkt ihr, ihr Lieben, mit was der Allah so lockt, mit irdischen Gelüsten? Komm, saufen! Komm, ich gebe dir alles in mein Himmelreich. Frauen, kein Problem. Komm zu mir. Es ist eine Religion von einem Mann für einen Mann. Merkt ihr das nicht? Ja. Und Bruder, der auf jeden Fall, wenn man den Koran und die Hadith alles liest, man wird auch, das ist wie so ein Kombi, wie so ein He-Man-Fan, ne? Skeletor ist Muhammad und Himmel ist der Retter. Lies mal bitte die Sure, lies mal bitte die Sure 9, Vers 123 vor. Jetzt habe ich schnell. Das betrifft alle, die hier leben, ungläubigen Europäer.
muss ich halt, wenn ich jetzt ins Handy reingehe, meine App, dann habe ich halt keinen Widerspruch, da kann ich gar nicht sprechen, dann hörst du mich nicht. Deswegen habe ich das jetzt nicht. Ja. Bruder Ami, aber ich habe ja noch was hier, der ist auf jeden Fall, lese ich dir auch kurz vor, da kannst du auch was dazu sagen. Wenn ein Mensch im Dschihad stirbt, wird er mit einem anderen Bestattungsritual beerdigt. Nach dem Tod eines gewöhnlichen Menschen wird er sein Leichnam gewaschen und besonders mit Leintücher gehüllt. Nach dem Tod eines Dschihad-Kämpfers dagegen wird sein Leichnam wieder gewaschen oder sauber geführt, in einen normalen Tücher gewickelt und hat im Sack reingesteckt. Also das heißt quasi, wenn man als Märtyrer So, hörst du mich? Ich höre dich jetzt, ja. Hast du was vor dir? Hey, mach ich jetzt an, warte. Diese Koran-App, die ist ja voll be belastet mit, hier, sagen wir schnell, mit Werbung, ey. Unglaublich. Und das ist auf jeden Fall auch nicht authentisch quasi übersetzt, ne? Weil was die das in Deutsch übersetzen, das ist ganz verschieden und unterschiedlich zwischen das Arabische. Wenn man das Arabische das hört, das hört sich so brutal an, ne? Da packst du dir zweimal am Kopf. Ja. Oh, die ihr glaubt, kämpft gegen diejenigen, die in eurer Nähe sind, von den Ungläubigen. Sie sollen in euch Härte vorfinden und wisset, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Aha, in eurer Nähe. Das heißt, überall, wo die Muslime gerade in nicht-muslimischen Ländern sind, sollen sie gegen die Nicht-Muslime kämpfen, gegen die Ungläubigen und Härte in ihnen hervorbringen. Die Gläubigen, müsst ihr euch mal vorstellen, nicht die Wahnsinnigen, die Extremisten, die Terroristen, nein, die Gläubigen sollen kämpfen, die Mu'minin. Ich sag's dir. Hast Das das denn mit betrifft ganz Europa und alles, was noch nicht islamisiert wurde. Das ist so der Befehl Allahs, gegen die Ungläubigen zu kämpfen, auch in ihrer Nähe, egal wo sie sich befinden. Merkt ihr? Bruder, das ist ein schleichender Prozess bei denen. Die haben ja drei Phasen. Die ordnen sich immer langsam in ein Beispiel jetzt im Ruhrgebiet, wenn man das schaut. Ey, die sind quasi schon so mächtig geworden. Es sind so, schon so viele und Unwissende vor allem. Die haben ja dieses schleichende Prozess. Und wenn die irgendwann an der Macht kommen, dann ist vorbei. Dann hast du die nicht mehr los. Das ist quasi wie ein Virus ist das. Ja. Warte mal, ich glaube, hier trollt jemand rum. Alexa antwortet. Kümmer dich mal um Baklava. Baklava mit Nüsse. 9. Ice Cream, Roses. Ihr müsst euren Dr. Sheikh Abu Amir aktivieren, damit er wieder. Aktivierung? Jetzt! Seid ihr eingeschlafen? Ich schlafe auch gleich ein. Ihr müsst mich wie Mohammed füttern, damit ich mit euch rede. Universen, Löwen, die machen eine gute Aktivierung bei mir. Ah, Baklava hat Stummschaltpaket bekommen. Danke, Alexa antwortet. Sehr gut. Halleluja. Bruder, hast du denn mitgekriegt, was ich da vorgelesen habe? Also,
Ich habe es ja mitbekommen, was ich da vorgelesen habe vorhin. Ja, ich habe es mitbekommen, ja. Also das heißt quasi, wenn ein Moslem in Dschihad da stirbt, der wird halt mit weißen Tüchern, mit gesalbt und sowas weiß ich, und der wird halt ein Ritual bekommen, was nicht jeder sterbliche Mensch, also Moslem, bekommt. Die anderen werden einfach quasi gewickelt in einen Sack reingeschmissen, das war's. Aber dieser Dschihad-Mann, ja, der wird richtig geehrt, wird er. Natürlich, der bekommt auch, die bekommen einen gesonderten Friedhof. Die ja. Märtyrer bekommen einen gesonderten Friedhof. Ja. Richtig. Also deswegen, Leute, macht mal die Augen auf. Lest eure Hadithe, eure Korane und vergleicht. Mehr kann man nicht sagen. Ja, eigentlich schon. Bruder, aber du musst dir vorstellen, sobald sich jemand intensiv mit seinen Schriften aus der macht, der Kranke. Bruder, ein Akademiker, glaub mir, der würde niemals seine Religion weiter praktizieren, wenn das ein intelligenter Mensch ist, der ein bisschen lesen und schreiben kann. Und die anderen, die blind sind, die sind im Finsternis, die bleiben auch so. Das Problem, die haben ja Druck von oben, deren Imame in deren Moschee, die lassen das nicht zu. Die kriegen Gehirnwäsche. Das kannst du so nicht sagen. Du siehst doch, als der islamische Staat an die Macht kam in Irak und Syrien, da haben ja sehr viele Menschen, sehr viele Muslime den Ruf des Kalifats gefolgt. Sowohl die Dummen unter den Muslimen, als aber auch die Schlauen unter ihnen. Also so Studenten und wirklich Leute, die Grips haben. Das Sie war haben noch verstanden, was die Religion von ihnen verlangt und sind dem Ruf des Kalifats gefolgt. Bruder, das waren einfach Menschen, die gar keine Perspektive des Lebens hatten. Das waren einfach Banditos, waren das, die auf der Straße gelebt haben. Das kannst du so nicht sagen. Es sind sehr viele intelligente Menschen auch in den islamischen Staat ausgewandert. Doch, doch, das kannst du so nicht sagen. Ja, natürlich, diese Rechtsexperten, die richtig, die natürlich diese islamische Sache praktiziert haben, die das geführt haben von da, die haben natürlich auch wie in der Kohle, das sind Menschen im schwarzen Loch sind die, glaub mir das. Und das sind, ich sage, die sind dumme, das sind natürlich Menschen, die was im Kopf haben. Nur ich meine, hier in Europa, du hast die Möglichkeit, ich sage nur mal, man soll lesen, vergleichen. Das ist ja da hinten in der Ecke, was da passiert, das ist ja alles nur gezwungen. Ermorderung, Plünderung war das. Guck mal, was die mit den ganzen Jesiden, mit den ganzen Christen da gemacht haben. Das war ja quasi einfach nur, was damals nach Jesu 620 gemacht wurde. Das ist ja nichts anders gemacht worden. Ist 1:1. Oder noch ich verstehe auch nicht, kein normaler Bürger hier im Land würde das akzeptieren, wenn ich zum Beispiel eine neue Religion gründen würde und jetzt auf einmal Offenbarung bekäme. Stell dir mal vor, ich würde morgen den Leuten sagen und würde anfangen, 10 Jahre oder weiß ich nicht, vielleicht 1-2 Monate Offenbarung von irgendeinem Wesen zu erhalten. Und dieses Wesen diktiert mir die ganze Zeit so irgendwelche Verse und ich schreibe sie auf und sage, Leute, ich bin ein Prophet Gottes. Und das hat mir Gott aufgetragen, was wir zu machen haben. Und in meinem Buch steht, dass wir die Christen, Juden und Muslime unterdrücken müssen. Und wenn wir die Oberhand haben, werden wir von ihnen Schutzgeld verlangen und bei Nichtbezahlung werden wir sie einfach umlegen. Und mit meinem Buch, was ich jetzt so geschrieben habe, gehe ich jetzt morgen zum Bürgeramt, Bürgerbüro. Und möchte meine neue Religion anmelden. Meine neue Religion heißt Chakalaka. Meine neue Religion heißt Chakalaka. Und dann fragt diese Frau am Schalter mich, oder der Mann am Schalter fragt dann, ja, Ex-Muslim, was beinhaltet denn deine Religion? Und dann musst du ihr einfach wahrheitsgetreu sagen, was wir vorhaben. Ja, ich habe von einem Wesen das folgende diktiert bekommen. Wenn wir die Religionsgemeinschaft des Chakalakas eines Tages die Oberhand haben, werden wir von den Juden, Christen und Muslimen und alle Andersgläubigen Schutzgeld verlangen und bei Nichtbeachtung und Nicht-Einhaltung dieser Zahlung werden wir sie enthaupten. Was meinst du, wie die gucken würde, wenn ich dir so die Wahrheit ins Gesicht brettere? Die würde dich fragen, Amir, möchtest du das patentieren haben? Das kostet dir 20 Euro. Ja, genau. Die würden die Polizei anrufen, Ehrenanstalt schon mal kontaktieren. Ich sag's dir. Und mich in die Ehrenanstalt schmeißen. Warum macht man das aber nicht mit dem Koran? Verbieten und jedem Dauerteam Einhalt gebieten, weil das eine gefährliche Sekte ist, die dazu aufruft, das Gesetz zu verändern, ihre eigenen Gesetze hat
Verstehst du? Da kann man ja nicht koexistieren mit dem Islam. Ist doch ganz einfach. Bruder, die wissen das genau, auch die Behörden, aber mittlerweile sind schon so große Mächte hinter diesem Koran, diese Sachen, die werden da wirklich finanziert von großen Mächten. Und TikTok, Chef der Booty. TikTok, Chef der Booty. Ami, was ist für dich jetzt die schlimmste und, ich sage, aggressivste Sure im Koran? Wo du sagst, das gibt gar nicht. Sure 9. Sure 9, 5 meinst du? Die Sure 9. Die Sure 9 ist eine Kriegserklärung gegen die ganze gesamte Welt, die nicht islamisch ist. Ja, also, da steht ja wirklich, wenn man den Koran liest, da steht mehr als 150 Mal Bekämpfung, Töten, Schlachten. Bekämpfung, Töten, Schlachten. Ja. Und da wird mehr als 110 Mal Jesus Christus erwähnt. Ich meine, da wird noch mehr als 110 Mal Jesus Christus erwähnt. Ich meine, wenn das nicht Gott wäre, wieso hätten sie so viel im Koran ihn so viel erwähnt, um Mutter Maria? Das verstehe ich nicht. Also, da muss doch was Faules sein. Ne? Da wird Ahmad nur 3 Mal oder 4 Mal, glaube ich, erwähnt. Einmal wird er als Ahmad genannt. Nur nicht mal Mohammed, als Ahmad wird er genannt. Ja, sein Name ist ja nicht Ahmad oder Mohammed, das sind Titel, sind das. Ja. Er heißt in Wahrheit Qasim. Qasim ibn Kilab. Qasim ibn Kilab, ja. Ibn Kilab, Sohn von Hunden, das ist ein echter Name, Qasim ibn Kilab. Ja. Ja, weißt du, warum die das so dieses Wort für ihn hatten, diesen Spitznamen? Weil die wussten nicht, wer sein richtiger Vater ist. Sein Vater wissen die immer noch nicht, wer das ist. Ja, genau. Man sagt es. Abdullah ist, aber Abdullah war wie ein Gigolo, sagen die islamischen Schriften, der mit mehreren Frauen Verkehr gehabt hat. Das war Juhefner, Bruder. Das war Juhefner, Quraysh, wie war das? Quraysh hatten solche Sexualgebräuche, ne, die, wo sie miteinander riesen Orgien gefeiert haben. Ne, Wahnsinn. Ja, ja. Gottes Segen, Bruder. Grüß dich. Schau. Gottes Segen, Bruder. Ami hat gerade was super Tolles gesagt, und zwar dieses Abdullah. Wie geht es, dass jemand Sklave Allahs genannt wurde? Und zwar, das war der Name von Mohammed, sein Vater. Sklave ganz von genau. Allah. Mohammed hat den Islam gebracht. Und wir wissen ja, dass die Leute, die Quraysh, sich nach ihren Götzen benannt haben. Abdul Manat, Abdul Uzza, Abdul Lat. Abdullah und. Siehst du, Allah muss also dieser Hauptgötze gewesen sein, der sich in der Kaaba befindet. Deswegen beten auch Muslime in Richtung Kaaba, zu diesem Allah, all der Artikel La, der Mondgott. Altarabische vorislamische Gottheit. Richtig. Die Muslime verstehen nicht, in was für eine Gefahr sie schweben. In welche Gefahr sie schweben, dass sie Mohammed vertraut haben. Ihre Seele anvertraut haben, ist unglaublich. Der in Illusion gelebt hat, der von einem Juden verhext wurde, der sich vorstellte, mit seinen Frauen zu schlafen, obwohl er es niemals tat. Wie kann man so jemanden folgen? Bis heute raff ich das nicht. Jo. Ne, vor allem auch für mich auch eine sehr heftige Sure, wo er die Schwiegertochter quasi an sich nimmt, ne, quasi von seiner Sohn die Tochter, also die Frau zu sich nimmt. Wie kann ein Vater seinen Sohn quasi die Frau ausspannen? Wie geht es sowas? Was für ein Herz muss man denn haben für sowas? Und das ist in der Sure drin. Wenn das wenigstens so wäre wie bei David, würde man sagen, okay, er ist ein Sünder. Er begeht Sünden, denn kein Mensch ist ja perfekt. Aber das Schlimme ist, dass sein Gott ihm befiehlt, das zu tun. Ja, das ist ja das Kranke. Hammer ist das. Wie kann ein Gott seinen Sohn quasi so demütigen, so quälen, indem er sein Fleisch, quasi seine Frau wegnimmt? An den Vater, wie geht denn sowas? Das ist nicht menschlich. Das ist doch noch gar nicht das Schlimmste. Das Beste ist, dass er ihn hinterher in einen Krieg geschickt hat, wo er ganz genau gewusst hat, dass er verlieren wird und sterben wird. Oh Mann. Das ist ja das Allerbeste. Er schickt ihn in einen Krieg, wo er ganz genau weiß, er kommt nicht mehr zurück. Ja, dann hat er die alte ganz böse. Ihr wisst ja, dass der Mohammed niemals aus seinen eigenen Gelüsten zitiert, also redet, sondern das, was Gott ihm sagt. Das sagen ja die Muslime. Das kannst du jeden Muslim fragen. Er hat niemals aus sich selbst geredet. Nur das, was Gott ihm gesagt hat, das hat er gesagt. Und das Wort hat Gott ihm also gesagt, dass er sowas machen soll. Und wenn die nicht weiterkommen, nicht wissen, dann Allah Alim, Allah weiß nur.
Deswegen werden auch die Hadithe die zweite Inspiration genannt, weil Mohammed nie von sich selbst aus geredet hat. Sehr gut, genau da ist das, ja. Das ist Punkt. Hier, Chef der Budi, wo war das nochmal mit dem, wo war das nochmal, als der Rob Christian uns das gezeigt hat mit dem Tafsir zu Sure 23, Vers 12 bis 14? Er hat einen anderen Vers gezeigt aus dem Koran mit Asbab al-Nuzul, damit wir darauf, damit wir diese Geschichte da verstehen mit Ibn Abisal. Welcher Vers war das nochmal? War das Sure 6, Vers 99 oder was war das genau? Welche Geschichte handelt es sich da nochmal? Als der Mohammed einen Schreiber hatte namens Ibn Abisal und er dann zu Sure al-Mu'minun kam und dann dem Ibn Abisal diktiert hat, was er schreiben soll. Und der Ibn Abisal am Ende des Satzes gesagt hat, Allah ist der Beste, der Schöpfer. Und dann hat der Mohammed gesagt, genau das, das hat Allah gesagt. Und dann hat er zu Mohammed gesagt, ja, aber das habe ich doch gerade gesagt, das ist doch nicht von Allah. Dann sagt er, genau das, schreib auf. Und dann war der Ibn Abisal ist der ungläubig geworden, weil er gesagt hat, Mohammed ist gar kein Prophet. Ich habe ihm das gesagt und er denkt, dass meine Worte von Allah sind. Er weiß gar nicht, was Gottes Worte sind. Genau, ja. Der Wie typ war das nochmal? Wo war das nochmal, der Rob Christian uns das gezeigt hat? In welchem, bei altafsir.com. Ich weiß nur noch, dass das mit von Al-Waqidi war, dieses Asbab al-Nuzul. Die Geschichte war wegen einem, warum Bruder, ein Vers herabgesandt wurde. Ich such's dir jetzt raus. Weil das ist ein Mann ist namens Abdullah. Das ist ein Mann namens Abdullah, der ist hinterher auch. Ja, das ist genauso zu mir auch gekommen. Wenn Mohammed ein Prophet ist, dann bin ich genauso ein Prophet, hat er gesagt. Ja, genau. Ja. Wo war das nochmal? Wo finden wir den Vers in altafsir.com? Ich habe das mal eingegeben als Sure 23, Vers 14, Tafsir, also Asbab al-Nuzul von Al-Waqidi. Und habe dann nur so komische Sätze daraus gelesen. Aber der eigentliche Vers befindet sich wo ganz anders, der das erklärt aus Sure 23. Du raus, warte. Leute, wir müssen Typico spielen, Leute. Wir müssen viel Typico spielen. Viel, viel Typico. So, meine Lieben, meine Pause ist rum. Ich muss mich hier von euch verabschieden. Gottes Segen und wir hören uns dann. Alter Mann, Jesus Christus. Ja, tschö. Ja. So, das war er. Sorry, ich hab dich aus Versehen gekickt. Chef der Bude. Chef der Bude. Danke, Roses, Roses. Roses. Ich suche das ganz kurz raus, Bro, warte. Ja, bitte, das ist wichtig. Ich mach mich so lang kurz stumm, ich suche das kurz raus. 25.000 Likes haben wir vergeben. Oh, Hammer. Gott segne dich für deine Tipperei. Gott segne euch alle für die Tipperei. Ihr seid im Tipico-Team. Gottes Segen. Roses. Gott segne eure Finger, mit denen ihr tippt. Bruder, es geht ja um den Satz, wo sagt, von wem dieser Satz zuerst kam. Allah ist der Best of Creators, gell? Um diesen Satz. Ja, genau. Allah ist der Beste der Schöpfer. Genau. Warte ganz kurz. And I was speaking to translate, and everybody will laugh at you, at what you will say to us. Your translation, not my translation. Sure. Let us go here. My screen is frozen, but give me a second. Have you ever heard of this verse? Which one? Chapter 6, verse number 93. 6 verse 93, da war's. Da war es, 6 verse 93. Genau, der geht auch noch weiter, der geht auch auf den Tafsir jetzt ein. 23. Sorry, it's a jump. 23 or 93? 93.
93. Ich würde gerne den Bildschirm anmachen, aber dann ist Gefahr, dass also die 93. Stadt... 93. Yeah. Who can be more wicked than one who invented a lie against Allah or Saif? Ich kann dir den Vers auch genau raussuchen. Gib mir eine Sekunde. Warte. Ich gebe das einfach kurz ein, dann habe ich den Vers dir auch sofort. Warte. So. So. Warte. Ja, das ist der Tafsir. Das ist er. Ich habe ihn. Sauber. Hammer. Ja, ja, ich habe den. Direkt Perfekt. Abspeichern. Das ist so wichtig. Das ist eine pure Vernichtung des Islams. Pure Vernichtung des Islams. Dieser Lügenkult. Lügenkult. Sexkult. Leute, merkt euch das. Sure 9, Vers 3, Sure 6, Vers 93. Und die Geschichte dazu, warum der Vers herabgesandt wurde. Von Al-Waqidi, Asbab al-Nuzul. Der Grund für die Herabsendung eines Verses. Asbab al-Nuzul. Oh, TikTok. Oh, TikTok. Ich muss das immer machen. Das ist so... Da gewöhnt man sich echt dran. Ne? Ja, genau, so mit 6, Vers 93. Genau. Ich würde direkt von Christian Prince zeigen per Video, aber dann ist Gefahr, dass du gesperrt wirst, weil ich Video zeige, Bro. Ja, das kann durchaus sein, ja. Nee, das ist nicht gut. Außen. Außen. Jesus Akbar, TikTok. Bruder, soll ich nur per Ton abspielen lassen? Ja, mach mal bitte. Sag du mir, ob Vielen lieben Dank, ihr Lieben, für die ganzen Geschenke. Wundervoll. Kannst du mir sagen, ob der Ton gut ist, Bro? Was soll ich machen? Sag mir, ob der Ton gut ist, Bro. Yeah. I'm not going to waste my time. I'm good to be. We'll see. Okay, read with me. Does it say that this is about Abdullah ibn Sarh, wartadda an al-Islam, and this is Tafsir al-Qurtubi, and this is the official government of the Kingdom of Arabia? Let me show you the website. Okay. Does it say Quran, KSU, Education, SA? Does it say that? This is the screen that you have on the YouTube. Okay, yes. Let me see. I'm reloading the page. Do you see the website? Do you confirm that this website is the government website of the Kingdom of Saudi Arabia? It looks like it's the government website. Okay, looks like it. Okay. Now, this is Tafsir al-Qurtubi. It says here, Surah al-An'am, Ayah 93, verse number 93. Oder wir können auch selber kurz nachschauen bei Tafsir al-Qurtubi zu 693. Ich versuch's mal ganz kurz selber. Ich gehe mal kurz rein. Hier gibt es kein Qurtubi. Warte ganz kurz. Tafsir-Seite. Ich glaube, das ist im Arabischen, das findest du nicht so. Ja, vielleicht nicht, aber kann sein, dass ich es. Hey, Sheikh, send mir yes. Oder willst du, was da ist? Hä? Bitte, Bruder? Hey, hier Ex muss jemand schreiben. Hey, Sheikh, sende mir was?
Bruder Tazin, was ist das? Ja, die, hallo, dass du gut, dass du da bist. Was? Gut, dass du da bist. Also, ja, gut, dass ich da bin. Das sind halt Kulpubi, Sura 6, Aya 93. Mal sehen, ob man im Internet was bekommt. Das findest du nicht schön, Bruder, glaub mir. Wir stecken das vor den Leuten. Ja, das glaube ich auch. Aber es reicht schon, mein Lieber, es reicht schon, diese Sure 9, Vers 93 hier von Al-Waqidi. Da habe ich's. Mit der Sprache Nuzul. Warte, ich hab's, glaube ich, sogar. Ich glaube, ich hab's sogar. Warte. Ruf die Amir mit seinem hochklaren Joker. Der war gestern gut, ne? Dann wird er, wenn er mich nicht zum Lachen bringt, wird er den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und glaube mir, der ist der unlustigste Typ, den ich je gesehen habe. Wenn der in die Witzkiste greift, dann kriegst du nur das Grauen. Die schreiben Tafsir al-Qurtubi und dann kommt Ding, Tafsir Ding, Ibn Abbas. Das ist nicht normal, ja. Nein, du wirst das nicht finden, Mann. Außer von Ding, KSU, von Ding, Seite von Saudi-Arabien. Hier steht jetzt wieder Tafsir, hier steht jetzt wieder al-Qurtubi. Mal sehen, ob ich es diesmal finde. Bruder, weißt du was, ich suche das mal in meiner Freizeit, solange lasse ich das einfach abspielen, damit die Leute das selber mit ihren eigenen Ohren hören können. Schaut da selber, hört selber mit deinen eigenen Ohren. Okay, and now let us see what it says here. If we go down, we will find it is speaking about a person who left Islam because he discovered that Muhammad is a fraud. Read carefully with me. I want you to read and you translate for us, because your Arabic is better than me. You can sing it too. Sing it. Sing this one for me. Sing it. Go ahead. Sing it. Sing it. Sing this one for us. Sing it. Sing it about a guy who said Muhammad is a fraud and he is the inscribe of the prophet. He was writing Quran for him and Muhammad he took from him whatever he say and he put it in the Quran. Read it. Go ahead. He took from him whatever he says. Let us say, yeah, he took it. The guy he says, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." For Muhammad, he took it, he put it in the Quran. Okay, that's one instance. Let's go back to the verse. One instance. Oh, roses. Oh, it's not so good. Roses. Roses, not so good. Guck mal, was weiter zu tun. Noch, guck mal, jetzt wird noch besser. Christian Prinz erwischt ihn auch noch. Thank you, guys. This is one instance. He just agreed. That but there's one instance. Hold on. You just said that. He just agreed that there's one instance where the Prophet was stealing from a guy. His name is Abdullah ibn Salah, and he is the brother of the Caliphate of the Islam of Uthman. This is the brother of the Hadith says. Be honest. That's not what the Hadith says. Read it. Read it. The Hadith says. Read it. You said it. I'm quoting you. Read it. I'm quoting you. Listen to me. You said that this is also how it was revealed to me. Hmm. How is that? Jetzt gibt er gleich den Islam den Todesstoß. Passt auf. What? You said that. Hold on. Read carefully. It says here an Abdullah ibn Sarah, Abi Sarah, الذي كان يكتب الوحي لرسول الله. It says that Abdullah ibn Sarah is a person who was writing the Quran for Allah, Prophet. The revelation, right? Yes. Okay. Yes. Now, then he continues, says, and then he became an apostate. And he followed the mushrikeen. Does it say that? Yes. Okay. Yes. And the reason for that, listen carefully. And وسبب ذلك فيما ذكر مفسرون أنه لما نزلت الآية. And the reason for that, when the ayah came, which is saying in the chapter of المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. When the prophet he said, and we created the human being from like a kind of mud. And دعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فأملاها عليه. The Prophet of Allah, he asked him to come and write it, and he recited for him, so he will write it down. فلما انتهى من قوله, and then the Prophet finished reading it or reciting it, and then he says, ثم أنشأناه خلقا آخر,
And then the Prophet, he says, and we created him an additional creation or a new creation. Ajuba bi Abdullah fi tafsir khalq al-insan. So Abdullah, he was like, wow, that's amazing how the human being is created. This is new for me. And then he said, Abdullah, he said, فتبارك الله أحسن الخالقين. Who said that? Abdullah ibn Sarah. And then Muhammad said to him, فقال رسول الله عليه وسلم وهكذا أنزلت علي فشك عبد الله حينئذ وقال لئن كان محمدا صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إلي. Let us translate. And then when Abdullah ibn Sarah, he says, blessed be Allah, the best of the creators, the Prophet, he said to him, oh, this is how it came to me too, which may write it down. And then stop. Stop, habt ihr das gehört? Das war so krank. Also diese Tafsir sagt, dass der Mohammed auf einmal diesen Satz gehört hat. Und dann sagt dieser Ibn Abi Sa'd, aber das war doch von mir, Mohammed. Da sagt er, Allah hat mir das genauso offenbart. Ne? Genau. Aber Bruder, der, wo CP da debattiert, der gibt selbst dem Islam jetzt gleich den Todesstoß des Grauen. Guck mal weiter. He became suspicious about the union of his prophet. And then he said to himself, وَلَئِنْ كَانَ مُحَمَّدْ صَادِقًا. If Muhammad was a truthful, well, I am a prophet too. Because I was inspired as he was inspired. And if he's a liar, he said, as I said. And then it says, فَرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامَ وَلَحِقَ بِالْمُسْلِمِينَ. And then he became an apostate, which means he confirmed that Muhammad is a liar. Is that true or not, my friend? If you're reading it, and what source, where does that come from? What's wrong with you? What's wrong with you? I should have the number of the verse. And now you are asking me, are you in trouble? No, I'm asking you. I sent those information already for you. I said, Al-Qurtubi, what's wrong with you? Okay. Al-Qurtubi, yeah. Keep going. Keep reading, please. That's it. The guy, he left Islam. And this is what he said. Weißt du, was das Krasse ist, Sheikh Debudi? Weißt du, was das Krasse ist? Mach mal kurz Stopp. Damit die Leute das hier verstehen. Das Kranke daran ist, dass die Muslime das aufgenommen haben in ihren ganzen Büchern und uns erzählen, was in dieser Geschichte in Sure 23, Vers 12 bis 14 passiert ist. Und dass auf einmal der Mohammed entlarvt wird als ein falscher Prophet, der von anderen Menschen so einfach Wörter gesagt bekommt und das in sein Koran aufschreibt, dass das gar nicht göttliches ist. Genau. Und das ist es, was die Muslime uns über ihn erzählen. Ja. Das ist kein Islamaster. Ja. Das sind Muslime, die uns sagen, das ist das wahre Bild von Mohammed und dem Islam. Genau. Die Gelehrten des Islams haben den Islam ruiniert, ich sag's dir mal. Das Lustige ist ja auch, dass die Leute zu Mohammeds Zeiten Mohammed einen Spitznamen gegeben haben, und zwar das Ohr. Weil Mohammed alles, was er gehört hat, die haben Mohammed den Spitznamen gegeben. Das Ganze. Ja, für diejenigen, die gerade fragen, wo steht das? Das steht in Sure 23, Vers 12 bis 14. Und dazu kannst du dir die Auslegung von Al-Qurtubi durchlesen oder du gehst halt auf altafsir.com, gibst dort in der Sektion ein Sure 6 und dann Vers 93 und dann der Ausleger ist Al-Waqidi, Asbab al-Nuzul. Und dann drückst du auf Display und dann kommt die ganze Geschichte mit Erklärung. Du gehst kaputt, die Muslime haben einfach einen, ey, das ist so krank, ne? Einfach die größte Lüge. Ja. Die größte Lüge der Menschheitsgeschichte ist der Islam. Erfunden von einem, der überhaupt nie als Prophet, ein Prophet war. Ja. Deswegen, er wurde ja auch das Ohr genannt, weil er einfach alles, was er gehört hat, einfach übernommen hat. Ja, genau. Ja, ich weiß es. Guck mal weiter bitte, er gibt dem Islam jetzt gleich den Todesstoß. Guck mal weiter. Ja, mach mal. Hold on. And this is reported by Al-Kalbi and Ibn Abbas. Ibn Abbas, your favorite scholar, is the one who reported that. Okay. So it seems here that the guy said he was a prophet, did he not? No, he's saying, if Muhammad is a prophet,
And he received Quran. Well, I received Quran too, because I am the one who said that first. Okay, so that's where the problem is. It's not the problem that Muhammad confirmed it. The problem is that the guy said he was a prophet. The problem, he said the Quran, and Muhammad take the Quran from him and put it in his book. This is the problem. Are you playing dumb now? Are you playing dumb? No, no. The hadith says, كَذَلِكَ أَحْيَا, like in the meaning. My friend, who is the one? Who is the one? Who is the one who said first? Wer ist derjenige, der diesen Satz zuerst gesagt hat? Und der Typ, der Christian Prince debattiert, er gibt jetzt gleich selber dem Islam den Todesstoß. Passt auf. Allahu ahsanul khaliqin. Who is the one who said that sentence first? Muhammad. It came out of him first, yes. He said it first. From him who? Give me the name. Abdullah. Okay. Are you the one who says to me, make Quran like a Quran? Yes. Okay. Why Allah taking the Quran from this guy? Which obviously is a bad guy because he left Islam, brother. No, he didn't take the Quran from him. The Quran was revealed. He is the one who said the sentence. Aren't you? He's the one who said it first. Okay. Yeah. If I asked you now, if I say "Fatabaraka Allahu Ahsanul Khaliqin," you asked me to make Quran like the Quran. If I say to you "Fatabaraka Allahu Ahsanul Khaliqin," are you going to say this is amazing? No, because you said it afterwards. Und das war's. Knockout. Christian Prince hat gerade gesagt, wenn ich derjenige bin, der wo zuerst sagt, Allah is the best of creation. Was hat er gesagt? Das ist das, was Christian Prince gerade sagt. Christian Prince fragt ihn, wenn ich derjenige bin, der wo sagt, Allah is the best of creators, sagst du dann, das ist wunderbar? Und der Typ sagt, Zitat, nein, weil du hast es danach gesagt. Aber genau das ist ja das Problem gewesen. Der Abdullah hat es doch auch zuerst gesagt und Mohammed hat es danach übernommen. Und guck, Christian Prince geht jetzt genau darauf ein. Guck mal, pass auf, wie er ihn jetzt auseinander nimmt. Ciao. Guck jetzt. The Quran was but he is the one who said. But he is the one who said the sentence. Aren't you amazed? He's the one who said it first. Okay. Yeah. If I asked you now, if I say "Fatabaraka Allahu Ahsanul Khaliqin," you asked me to make Quran like the Quran. If I say to you "Fatabaraka Allahu Ahsanul Khaliqin," are you going to say this is amazing? No, because you said it afterwards. Ah, thank you very much. So the one who said it afterwards is not making an amazing job. You got yourself busted. Go. You are the one who said that. The one who said it afterwards is a liar. So, okay, let's go back. No, that is why I'm in it's gone. You just put a nail in the coffin of your religion. You said, if I say that, this is not valid because you said it afterwards. Stark. Du hast selber gesagt, derjenige, der wo es zuerst sagt, der ist der Urheber. Und derjenige, der wo zuerst sagt, den kann man nicht ernst nehmen. Also hat Abdullah den Satz zuerst gebracht, danach hat Mohammed ihn genommen. Du hast gerade selber den Nagel auf den Sarg von deinem Prophet getan. Echt, ne? Der Mohammed hat einfach nur das nachgesagt, was Ibn Abisal gesagt hat. Ja. Und da hat er zu ihm gesagt, ja, aber das habe ich doch gesagt, Mohammed. Da hat er gesagt, aber ich habe das genauso empfangen wie du. Ja. Ja, dann bin ich doch auch ein Prophet, sagte zu Mohammed. Ja. Und hat er gesagt, Mohammed ist kein Prophet. Hat ihn entlassen. Katastrophe, wirklich Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, Leute. Wer den Islam annimmt und nicht auf die Suche geht, um herauszufinden, wo der Ursprung des Islams ist, ob Mohammed ein Prophet war, der muss nicht mehr hier oben alle Tasten im Schrank haben, Mann. Ja. Geht mal auf die Suche nach euren Quellen, ey, wirklich. Wenn man die Quellen aufmacht, ist eine einzige Katastrophe. Wer die Quellen nicht... Das ist krank! Wie kann man, wenn man das Internet zur Verfügung hat, wie kann man den Islam annehmen? Ja. Wie? Das ist ja das, was Yasser Qadhi selber sagt. Wir können uns diese Spielchen nicht mehr erlauben in Zeiten des Internets. Das hat Yasser Qadhi selber zugegeben. Ja, er sagt ja selber, dass sehr viele Experten, islamische Experten, und dass das nicht Muslime sind, die Fragen bringen, die wir überhaupt nicht beantworten können. Und du weißt, dass die stimmen, weil sie in deinen Büchern geschrieben steht. Ja. Ja. Das war gerne. Wir können das nicht mehr verheimlichen, weil es... Absolut krank, Mann. Absolut krank. Ja, er sagt klipp und klar, es sind nicht mehr unsere Experten, die wo das sagen. Wir haben, er sagt ganz genau, Zitat, wir haben einen gewissen Respekt vor dem Koran. Wir drücken ein bisschen, wir fragen ein bisschen und ab einem gewissen Punkt, wo es so ein bisschen kritisch wird, sagen wir Khalas und wir lassen es so sein, weil wir Respekt vor dem Koran haben. Aber die Leute, die wo keine Muslime sind, bei denen gibt es keine rote Linie, die fragen weiter.
Hammer, ne? Wer von den Sahaba hatte so ein Funken, also so ein Unglauben in seinem Herzen, als er das mit dem Koran, was war das noch, was du hast ja gerade gesagt, da war das Umar ibn Ka'b, der einen Zweifel im Herzen hatte gegenüber dem Islam, ne? Weil er dachte, das wäre eine falsche Religion oder was, ne? Ein Zweifel kam in seinem Herzen gegenüber dem Islam. Genau. Das ist das Allerlustigste, das ist das Allerlustigste. Das steht in den eigenen Quellen, das ist ja das Lustige. Macht endlich die Augen auf, ey. Liest eure eigenen Quellen durch, ey. Wenn ihr danach noch Muslime bleiben wollt, ganz ehrlich, dann geht euch, meldet euch in ein so Ding. Es gibt ja anonyme Alkoholiker, vielleicht gibt es so Gruppen wie anonyme Muslime oder so. Das kann nicht sein, nämlich. Mein Hauptaccount seit heute wieder freigeschaltet. Gott sei Dank. Ja, wieder freigeschaltet. 2 Wochen Sperre, ey. 2 Wochen Sperre. Der Wahnsinn. Der steht in der eigenen Quelle drin. Yasser Qadi war ein Jahrzehnt lang der Sheikh, auf den jeder geschaut hat, weil er hat die meisten Doktortitel gehabt. Mohammed Hijab hat selber gesagt, this man has more degrees than a thermometer. Und dann kommen seine ganzen Dinge. Ja, stimmt. Dann kommen seine ganzen Titel. Der Mann hat 20 Doktortitel. Der war ein Jahrzehnt lang der beste Sheikh, den es im muslimischen Raum gab. Und dann hat er ein Interview mit Mohammed Hijab gemacht. Von heute auf morgen war er Muschrik. Wahnsinn, ne? Die machen Takfir auf ihn. Takfir! Der klingt so ungläubig, Mann. Ja, es geht schnell. Zack, zack, von heute auf morgen. Nicht mal von heute auf morgen, von jetzt in 5 Minuten. Schon mal ein Ungläubiger. Und dann beschweren sich andere Leute. Wieso hat Yasser Qadi sowas gesagt? Ich habe die ganze Zeit das als Argument benutzt, dass der Koran unverfälscht ist. Jetzt kann ich nicht mehr die Leute anlügen. Wahnsinn. Amir, wo bekomme ich die komplette Sammlung der Hadithe von Al-Bukhari? Ja, das Problem ist, die ganzen Hadithe befinden sich im Arabisch. Du kannst ja kein Arabisch. Und das, was du als übersetzt findest, wurde ja auch gefiltert. Die ganzen brutalen Hadithe findest du ja nur, glaube ich, auf Arabisch. Also die meisten von denen. Viele, ja. Aber du kannst im Internet suchen, da gibt es eine ganze volle Bänder von Sahih Bukhari und Sahih Muslim. Musst du eingehen, musst du suchen bei in Google. Ja. Viele, viele Hadithe, die die Muslime nicht mögen, sind bei archiv.com aufgelistet. Viele, viele. Ja. Das ist keine muslimische Seite. Da sind sehr, sehr viele aufgelistet. Zum Beispiel auch, dass Mohammed von vier schwarzen Gestalten vergewaltigt worden ist. Der ist auch dort aufgelistet von Musnad Ahmad. Den habe ich dir mal auch auf Instagram zuschicken lassen, falls du dich erinnerst. Wo er von vier schwarzen Gestalten da rangenommen worden ist. Wo steht, they climbed over the Prophet of Allah. Vier schwarze Gestalten sind über den Gesandten Allahs drüber geklettert und danach war der Prophet total fertig und musste nur noch schlafen. Ja, ihr fragt einer, Mohammed soll ja in einer Gruppenehe gezeugt worden sein. Wo kann man das beweisen? Der Christian Prince hat das in seinem Buch Allahs Täuschung. Kannst du dir kaufen und dann zeigt er dir die ganzen Beweise, wo das geschrieben steht. Ganz schlimm. Der ist sich sogar sicher, dass der wahre Vater von Mohammed Walaka ibn Naufal ist. Ja. Wieso sollte er sonst so traurig gewesen sein nach seinem Tod und versucht haben, sich selbst umzubringen? Und das ist auch das Lustige. Ja gut, der Hadith sagt ja, die Offenbarung haben ja aufgehört und dann wurde er traurig, ne? Weil Walaka gestorben. Walaka bin Naufal hat ja das Ding syrische Kindheitsevangelium. Der Koran antwortet ja eindeutig auf das syrische Kindheitsevangelium. Das ist eine Apokryphenschrift. In dem syrischen Kindheitsevangelium steht drin so Sachen wie Christus hat ein bisschen Ton genommen, daraus einen Vogel gemacht, ihm Leben eingehaucht und dann ist es geflogen. Das steht ja nicht in der Bibel drin. Das steht aber in diesem syrischen Kindheitsevangelium drinnen. Und viele der Sachen, die wo im Koran drinstehen, sind aus dem syrischen Kindheitsevangelium. Und Waraka bin Naufal war derjenige, der das syrische Kindheitsevangelium übersetzt hat. Zu diesem Zeitpunkt waren die Verse noch alle schön und poetisch, aber nachdem
Mohammed gestorben ist. Deswegen war er so traurig. Aber wenn ihr auch darauf achtet, im Koran, nachdem haben sich die Verse auch brutal geändert. Ich zeige euch jetzt mal einen Vers gleich aus dem Koran. Ihr werdet ja, denken, stimmt. Was ist das für ein Vers, werdet ihr gleich denken. Warte, ich mache gleich einen Vers auf, da werdet ihr denken, was ist das? Warte. Und dann sagen die Muslime, keiner kann so einen Vers hier aus dem Koran machen. Glaub ich. Ja, ja. Warte, ich finde den Vers gleich. Ich habe schon gefunden, Bruder. Warte. Guck mal auf. Pass auf jetzt hier, warte. Da haben wir es. So, warte, weil hier kriegen wir jetzt keine Sperrung, wenn ich die Kamera aufmache. Sag mal bitte eins. Was ist da so wunderschön jetzt an diesem Vers? Pass auf. Was ist jetzt an diesem Vers so wunderschön, dass man so nett mitmachen kann? So. Die erste Version der von der Biografie von Mohammed hast du gelesen. Die von Ibn Ishaq. Die von Ibn Ishaq ist mit die authentischste, die wir haben. Ne? Die wurde dann weitergeführt von Ibn Hisham. Aber die von Ibn Ishaq ist ja dann die authentischste, die anerkannteste. Ja, genau. Da gibt es ja noch von Ibn Sa'd Kitab al-Tabarat al-Kabir, ne? Gibt es ja. einige Gelehrten, die sehr viele Überlieferungen über Mohammeds Leben aufgenommen haben. Ne? Das ist ein Dschungel, ein großer Dschungel, um sich da durchzukämpfen. Ne? Das ist heftig. Aber ja, die gängigste, die läufigste ist dann die von Ibn Ishaq. Ja. Worauf Ibn Ishaq dann aufbaut. Worauf Ibn Ishaq dann aufbaut. Nicht mal das ist sicher. Die Muslime haben nicht mal ein Buch von Sahih al-Bukhari. Die haben vielleicht kein Buch dafür, übrigens, Muslime, falls ihr das nicht wusstet. Es gibt kein Buch von Sahih al-Bukhari. So ein Buch gibt es nicht. Genauso ist es auch mit dem Koran. Es gibt kein Buch vom Koran. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt kein einziges Manuskript. Kein einziges. Schaut bei diesem Vers an. Was ist daran jetzt so wunderschön? Nach dem Tod von Waraka bin Naufal. Jetzt hört euch diesen Vers an und sagt mir bitte, was ist daran so wunderschön? Okay? Also, los geht's. Es gibt keine Schuld für einen Blinden, noch gibt es eine Schuld für einen Lahmen, noch gibt es eine Schuld für einen Kranken, noch für euch selbst, wenn ihr von euren eigenen Häusern oder von den Häusern eurer Väter oder von den Häusern eurer Mütter oder von den Häusern eurer Brüder oder von den Häusern eurer Schwestern oder von den Häusern eurer Onkel väterlicherseits esst. Oder die Wohnung deiner Tanten väterlicherseits, oder die Häuser deiner Onkel mütterlicherseits, oder die Häuser deiner Tanten mütterlicherseits, oder von den Orten deren Schlüssel. Das ist ein Gottes Wort. Guck mal, Allah, der Allmächtige, der hat schon in Ewigkeit diesen Vers gehabt. Guck mal, wie. Und keiner kann so einen Vers machen. Schau dir das mal bitte an. Wie lächerlich. Was für eine Katastrophe. Gut, hört euch mal das bitte an, wie wahnsinnig das ist. Ich versuche schnell runterzurattern. Weil ich weiß, Armin, du bringst Tor den Lachen aus, weil das so wahnsinnig ist. Guck mal an. Es gibt keine Schuld für einen Blinden, noch nicht, noch gibt es keine Schuld für einen Lahmen, noch gibt es Schuld für einen Kranken, noch für sich selbst, wenn ihr von euren eigenen Häusern oder von den Häusern eurer Väter oder von den Häusern eurer Mütter oder von den Häusern eurer Brüder oder von den Häusern eurer Schwester oder von den Häusern eurer Onkel väterlicherseits esst oder die Wohnungen eurer Tanten väterlicherseits oder die Häuser deiner Onkel mütterlicherseits oder die Häuser deiner Tanten mütterlicherseits. Wie für Sonderschüler, genau. Jesus ist Gott, der hat's erkannt. Wie für Sonderschüler. Bruder, es geht weiter, Bruder, pass auf. Es geht weiter, Bruder, pass auf. Tanten mütterlicherseits. Warte kurz, lass zu Ende machen, guck mal bitte. Mütterlicherseits. Mütterlicherseits. Oder von den Orten, oder von dem Haus deines Freundes. Es ist keine Sünde von euch, wenn ihr zusammen oder getrennt ist. Wenn ihr also die Häuser betretet, kommt einander mit Salam, einem von Allah vorgeschriebenen Gruß, der gesegnet und angenehm ist. So erklärt euch Allah die Zeichen, auf das ihr begreifen möget. Guck mal jetzt. In Herrgotts Namen, wieso steht da nicht einfach, du kannst überall essen? Wieso das steht ist da einfach so beschämend. Beschämend. Was ist das für ein Vers, Mann?
Schreib doch einfach, du kannst überall essen. Nein, da muss alles aufgezählt werden, obwohl man mit einem Satz alles machen könnte, ne? Ja. Sag einfach, du kannst überall essen. Da steht, du kannst bei deiner Mutter zu Hause essen. Oh, danke für die Erlaubnis, dass ich bei meiner Mama essen darf. Oh. Hey. Danke, dass ich bei meiner Mutter essen darf. Hey, danke, dass ich bei meiner Tante essen darf. Hey, was soll man dazu noch sagen? Ding, Chef, der Budi. Wo war dieser Vers nochmal, wo der Allah sagt? Ja. Du hängst gerade, Bruder. Böse gehängt, fang von vorne an. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Fang von vorne an, du hast gerade böse gehängt, alles war weg. Ach so, ich habe gefragt, wo war nochmal dieser Vers im Koran, wo Allah sagt, wenn ihr zum Propheten in sein Haus eintretet, dann bleibt nicht lange, weil er schämt sich vor euch, der Prophet. Ja, und bleibt nicht so lange, geht lieber aus seinen Häusern raus. Und ja. Nach seinem Tod dürft ihr dann auch nicht seine Frauen heiraten. Wo war das nochmal? Sure 33 müsste es sein, aber Vers 55. Ich glaube 53 oder sowas. Sure 33, Vers 53. Guck mal bitte. Ich hab's gleich, Bruder, warte. Sura, ich glaube, das befindet sich in der Sura Al-Ahzab. Ich hab schon, Sura Al-Ahzab, ich hab schon. Das habe ich recht gehabt? Ja, ja, Sura Al-Ahzab. Ja, was natürlich, du? Dr. Sheikh Abu Amir, ja? Hier. Hier. Oh, die ihr glaubt, betretet die Häuser des Propheten nur, wenn es euch erlaubt ist, ein Mann zu nehmen. Welcher Budi, welcher Vers? Das ist 33, 53. Ja, siehst du, ich hab recht gehabt. Suche 33 bis 53. Wer ist euer bester Sheikh? Sura Al-Azhar. Sura Al-Azhar. Ja. Oh Mann. Ja, Sura Al-Azhar, stimmt. So lesen, Bruder. Weil ich sage, der oben ist abgespeichert. Lies vor! Sheikh, der Budi, lies vor! Das ist ein wunderschöner Vers. O, die ihr glaubt, betretet die Häuser des Propheten nur, wenn es euch erlaubt ist, ein Mahl einzunehmen, ohne dessen Bereitschaft abzuwarten. Wenn du aber eingeladen wirst und tretet ein, und wenn du gegessen hast, zerstreue dich, ohne zu versuchen, für ein Gespräch zu bleiben. Gewiss, das hat den Propheten beunruhigt, aber er scheut sich, euch zu entlassen. Aber Allah schreckt nicht vor der Wahrheit zurück. Und wenn du seine Frauen um etwas bittest, dann frage sie hinter einem Scheidewand hervor. Das ist reiner für eure Herzen und ihre Herzen. Und es ist euch nicht erlaubt, dem Gesandten Allahs Schaden zuzufügen oder seine Gattinnen nach ihm zu heiraten. Gewiss, das wäre bei Allah eine Ungeheuerlichkeit. Ungeheuerlich. Ungeheuerlich wäre es. Nach seinem Tod. Ja, kennst du auch den Hadith, aber dass Aisha sich nicht dran gehalten hat? Kennst du den Hadith, Bruder? Dass Aisha sagt. Universums! Universe! Bruder, da gibt es den Hadith, wo Aisha selber sagt. Universums! Schon wieder oder was? Universe. Ja, der Bruder, der macht da immer was rein, der Bruder. Vielen lieben Dank. Gott segne dich und deine Familie. Möge der Jesus Christus jeden von uns Gnade erweisen und uns stärken. Amen. Amen. Oh, was war das? Roses. Bruder, guck mal. Es gibt den Hadith, Bruder. Es gibt den Hadith. Nachdem Mohammed gestorben ist, hat er gesagt, es wäre eine Ungeheuerlichkeit, seine Frau zu heiraten. Ja, was haben seine Frau, beziehungsweise Aisha dann gemacht? Sie hat nicht geheiratet.
Es gibt den Hadithen, ich weiß die Nummer nicht, ich habe bei Christian Prince gesehen, der hat das gezeigt. Den gibt es hundertprozentig, sonst würde ich das jetzt hier nicht erwähnen, dass Aisha gemeinsam mit ihren Freundinnen auf die Jagd gegangen ist, der jüngeren Männer von Quraysh. Ja. Sie ist auf die Pirsch ist die gegangen. Die, auf die Pirsch der jungen Männer von Quraysh. Ehrlich? Ja, den Hadith hat Christian Prince mal gezeigt gehabt. Du hast doch Kontakt zu ihm, frag ihn mal. Der kann ihn dir bestimmt wieder geben. Der hat mittlerweile eine neue Nummer. Ich muss den mal wieder kontaktieren, ey. Ja. Bei diesen Hadith gibt es. Ice Cream, Ice Cream. Ice Cream. Lick, 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 lick. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Und? Ja, das reicht ja schon, dass Aisha die Männer der Quraysh gestillt hat und dass ja. Der Chef von Chef Schweinfurt das zugegeben hat. Ja. Sie geben alles zu. Wenn kein Weg mehr dran vorbeiführt, dann erst geben sie es zu. Erwachsene stellen. Ridda al-Kabir ist das. Ja, ja. Bei den Sunnis. Ich sag ja immer wieder. Hier in Deutschland, in den westlichen Ländern, ist es gang und gäbe, dass wir erwachsene Frauen heiraten und keine Babys stillen. Aber in Islam ist anders. Die stillen erwachsene Männer und heiraten keine Babys. Ja, aber heftig, ne? Schau dir seit 8 Jahren zu, bist ein Teil davon, dass ich keine Muslime mehr bin. Ja, Hammer. Gott segne dich, Ex-Muslima. Das hast du richtig gut gemacht. Perfekt. Richtig so. Du hast die beste Entscheidung deines Lebens getroffen. Sehr gut. Auf jeden Fall. Aisha war kein Kind von Traurigkeit. Auf jeden Fall. Ja, ey, musst du, mal vorstellen, du musst dir mal vorstellen, was für eine Detonation das Ganze ausgelöst hat. Ich habe gestern nochmal darüber nachgedacht, dass meine gesamten Videos, die ich da erstellt habe und alles, was das so ausgemacht hat für Leute, die sich das so angeguckt haben, die Beweise gesehen haben, die Aussagen Mohammeds durchgegangen sind und sich eingestanden haben, dass Mohammed nie ein Prophet war. Das ist alles ja. Quatsch, ist alles eine Lüge. Ja. Allein die Aufrufzahl sagt sich, alles. Ich könnte 8 Millionen Videos erstellen, nur mit diesen Nachrichten, dass sie den Islam verlassen haben und Jesus folgen und so. Ja, ist so. Leider. Wir wurden bei Instagram schon 5 Accounts gesperrt. Ey. Muss man vorstellen. Ist ja Wahnsinn, Mann. Die Muslime tun einfach alle Letz. Wollt ihr mal ein paar Huris sehen? Hier ein paar Huris mit schwellenden Brüsten. Nein, ich zeig das nicht. Nein, zeig das besser nicht. Besser nicht. Gelobt und gepriesen sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeiten, der uns alle benutzt, um sein Reich voll zu machen mit wundervollen Seelen, mit wundervollen Menschen, die eine Entscheidung für den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben treffen wollen und nicht für Hulis mit schwellenden Busen. Amir, du hast mich so gestärkt in meinem Glauben an Jesus Christus. Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich. Super. Amen, amen. Das war alles nicht umsonst. Deswegen sage ich euch, falls ich eines Tages durch die Hand eines Muslims oder auf welche Art und Weise ich auch immer gehen muss, behaltet euren Dr. Sheikh Abu Amir immer mit einem Freudeslächeln, ihr Lieben. Amen. Ja, das ist schön. Hier ein schönes Bild für die Frauen. Das ist ein sehr schönes Bild für die Frauen. Befreit euch, befreit euch, befreit euch. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, ihr Lieben. Ja, befreit euch, befreit euch. Keiner kann uns das ewige Leben schenken, außer Jesus Christus. Welcher Prophet kann denn sagen, ich gebe euch ewiges Leben? Welcher,
Welcher Mensch kann sowas sagen? Ich gebe dir ewiges Leben. Ja. Ich bin die Auferstehung und ich bin das ewige Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was ist das denn? Das sind Gottesworte, Mann. Ja. Keine andere. Eindeutig. Lobe den Herrn, meine Seele. Und all das, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Amen. Amen, amen. Warte, wir müssen einen Psalm hören dazu. Lobe den Herrn, meine Seele. Und seinen heiligen Namen. Welcher Psalm war das nochmal, ihr Lieben? Ich weiß es nicht. Lobe den Herrn, meine Seele, Psalm. Aha. Wir müssen Gottes Wort auf uns, in uns aufnehmen. Nahrung. Ihr wisst ja, wir müssen alles, alles umschließen. Aufklärung, Nahrung, Spaß, alles müssen wir hier machen. Bruder, weißt du, was das Lustige ist? Gestern ist mir passiert. Warte, jetzt okay. Nehmen wir erstmal Gottes Wort, mein Lieber. Okay, Heide. Okay, Heide. Warte, was ist da? Lobe den Herrn, meine Seele, und Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes, Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Deine Sünde und alle deine Gebrechen. Alle deine Sünden vergeben. Vom Verderben erlöst. Er dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Er deinen Mund fröhlich macht. Und du wieder jung wirst, wie ein Adler. Wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Amen. Er hat seine Wege Mose wissen lassen. Kinder Israel, sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Amen. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Halleluja. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott über uns. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie immer da. Und ihre Städte kennt sie nicht. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten, gedenken an seine Gebote, was sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele. Das ist Gebet um Gottes, wie wir Gott preisen sollen und ehren sollen. Ha? Habt ihr gesehen? Nicht aus Billah min Shaitan Rajim. Das sind Psalmen. Balsam für die Seele. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Amen, amen, amen. Bruder, guck mal, auch für die anderen Leute vielleicht, ein Totschlagargument. Weil viele Leute, viele Muslime kommen mir dauernd damit an und sagen, dass dass Allah, dass die zum Beispiel auch in Ägypten oder so, dass die Leute für Gott Allah sagen. Also sie sagen ja, Gott bedeutet Allah. Und dass viele Christen Allah sagen, anstatt Gott. Dieses Argument habt ihr ja bestimmt schon mal oft gehört.
Nach diesem, da habt ihr ein Totschlagargument, und zwar könnt ihr dann nach Johannes gehen und zwar sagen, wenn das stimmt, dann würde es ja in der Bibel, die du nennst, ungefähr so heißen. Denn so sehr hat Allah die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder nicht verloren geht, sondern das passt also nicht. Das passt also. Das habe ich schon sehr oft erwähnt gehabt. Ich habe gesagt, okay, habe ich schon sehr oft Diskussionen mit Muslimen gehabt. Die kommen dann und wollen den Coolen bei mir spielen. Die denken so, dass ich das nicht kenne. Dann sagen die Armen, wie heißt denn auf Arabisch Gott? Dann sage ich Allah. Ja, siehst du, die arabischen Christen nennen doch auch Gott Allah. Dann sage ich, okay, kein Problem. Wenn das der gleiche Allah ist, den die arabischen Christen haben, dann müssten die aber ja in ihrer arabischen Bibel verzeichnet haben, dass Jesus der Sohn von Allah ist, oder? Ja. Zu genau. Johannes 3, Vers 16. Denn ja, so sehr hat Allah die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Allah genau. Hat also einen Sohn? Nein, das ist Kuffer, Allah hat keinen Sohn. Ja, da haben wir zwei Allahs, oder was? Ich wusste nicht, dass du das schon gekannt hast. Ich kannte das schon sehr, sehr lange. Sehr da kann schön. Man die sofort auf den Boden der Tatsachen holen. Ne? Genau, so wie genau. Christian Prince das gesagt hat, das ist übernommen worden, weil die arabischen Christen unterdrückt wurden. Ja. Und sie das cool. übernehmen mussten, damit sie ja, aufgrund ja. dieser Unterdrückung dann den Namen Allah dann annahmen. Ne? Deswegen nennen sie aber auch nicht Jesus Isa ibn Mariam, sondern Yeshua al-Masih. Genau. Genau. Ja, es ist ein Totschlagargument. Es gibt eine Menge Totschlagargumente. Aber das mit Ibn Abyssal ist schon hart, das ist schon heftig. Auch ja. dass Umar Verse im Koran macht, ne? Der, wo Gott mit einem Menschen übereinstimmt. In drei Dingen. Ja. Genau. Ist echt so. Das ist der Wahnsinn eigentlich, wenn man das sich überlegt, ey, wirklich, das ist so der Wahnsinn, ey. Wie kann man nur nicht aufwachen, ja? Wie kann man nur nicht aufwachen? Die Beweise sind so erdrückend. Wie kann man nur nicht aufwachen? Tut mir im Herzen weh, wirklich, ey. Schau mal, das ist auch lustig. Eine Frau, die den Islam supportet, ist ungefähr das hier. Das ist ungefähr eine Frau, die den Islam supportet. Könnte sich genauso gut selber eine reinhauen. Da. Der ist auch gut. Was kann man euch noch zeigen? Sollen wir euch noch ein paar Sachen zeigen? Komm, ich zeige euch ein paar Sachen. Komm, ich zeige euch ein paar Sachen. Warte, ich mache das hier kurz ab, dass ich ein bisschen näher rangehen kann. Opa, Zacka. Sodale, zick, zack. Sodale. So, zeigen wir euch ein paar schöne Tendenzen. Homosexuelle Handlungen. Solle. Sunan Abu Dawud. Warum ist da ein Schreibfehler, ja? Ah, ich kann nicht ändern, weil sonst komme ich nicht mehr in den Ding, in die Quelle rein. Sunan Abu Dawud. Abdurrahman ibn Layla zitierte Usaid ibn Hudayr, einen Mann der Ansar, und sagte, dass der Prophet ihm mit einem Stock unter die Rippen stieß, während er zu Scherzen neigte. Und mit den Menschen sprach und sie zum Lachen brachte. Er, Usaid ibn Hudayr, sagte, lasst mich Vergeltung üben. Er, Mohammed, sagte, nehm Vergeltung.
Er, Usaid ibn Hudayr, sagte, du trägst ein Hemd, aber ich nicht. Der Prophet hob dann sein Hemd und der Mann umarmte ihn und begann seine Seite zu küssen. Dann sagte er, das ist es, was ich wollte, Gesandter Allahs. Oh ja, das ist, was ich wollte, Gesandter Allahs. Und das haben wir hier. Bevor jemand sagt, ich habe das selber geschrieben, bitteschön hier. Jeder kennt doch den Hadith. Jeder kennt den Hadith. Hier, bitteschön. Was ist denn im Chat hier los? Was passiert? Das ist das, was ich wollte, Gesandter Allahs. Oh, Bruder. Soll ich dir was Lustiges zeigen, Bruder? Was denn? Pass auf, warte. Ich zeig dir was ganz, ganz Geiles, okay? Was ganz, ganz Lustiges. Vielleicht hast du das mal zur Abwechslung nicht. Vielleicht kennst du das mal zur Abwechslung nicht. Vielleicht. Vielleicht kennt Dr. Sherab Wamir das eventuell nicht. Hoffentlich. Vielleicht kann ich dann was machen, was ein bisschen ein Lächeln auf deine Lippen zaubert, ohne dass du das vielleicht kanntest. So. Ha! So, gehen wir ein bisschen weiter zurück, damit wir bessere Blick haben. So, dale. Allah ja, komm, und Fatima. Ha? Typico, typico. Typico, typico. Allah und Mathematik ist das Thema heute. Also gut. Allah versus Grundschulmathematik. Textaufgabe. Kennen wir alle von der vierten Klasse. Also. Thank you. Textaufgabe. Ein Mann hat drei Töchter. Ein Mann hat drei Töchter, keine Söhne, eine Ehefrau und noch beide Elternteile. Er stirbt und hinterlässt 24.000 Euro. Zu welchen Suren gehen wir da? Zu Sure 4, Vers 11, denn das regelt das Erbrecht. Und hier steht Folgendes geschrieben. Allah empfiehlt euch, hinsichtlich eurer Kinder, einem männlichen Geschlecht kommt ebenso viel zu, wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechtern. Das kennen wir ja, dass ein Mann so schlau ist wie zwei Frauen. Das ist auch genauso hier in dem Erbrecht nicht anders gehandelt. Wenn es aber ausschließlich Frauen sind, mehr als zwei, dann stehen ihnen zwei Drittel zu. Das haben wir hier. Mehr als zwei, wir haben hier drei Töchter, also steht denen zwei Drittel zu. Was er hinterlässt, wenn es nur eine ist, dann die Hälfte, das trifft nicht zu. Und den Eltern steht jedem ein Sechstel zu von dem, was er hinterlassen hat, wenn er Kinder hat. Also das trifft auch zu, jeder kriegt ein Sechstel von den Eltern. Aber wir sind hier noch nicht fertig, weil wir müssen auf Sure 4, Vers 12 gehen, weil wir sind noch nicht ganz fertig, weil hier kommt der letzte Teil. Und zwar, und euch steht die Hälfte von dem zu, was eure Gattinnen hinterlassen, wenn sie keine Kinder haben. Wenn sie jedoch Kinder haben, dann steht euch ein Viertel von dem zu, was sie hinterlassen. Das alles nach Abzug eines etwaigen Vermächtnisses, das sie festgesetzt haben, oder einer Schuld, und ihnen steht ein Viertel von dem zu, was ihr hinterlasst. Wenn ihr keine Kinder habt, wenn ihr jedoch Kinder habt, dann steht ihnen ein Achtel von dem zu, was ihr hinterlässt. Also das mit den ein Achtel steht wieder zu. Machen wir die Rechnung. Wie gesagt, ein Mann hinterlässt 24.000 Euro. Was passiert hier? Drei Töchter bekommen zwei Drittel. 8, 16, 24, 8, 16. Die drei Töchter bekommen 16.000 von 24.000. Was steht noch zu? Jedem ein Sechstel. Zwei Eltern, jeweils ein Sechstel von 24.000 macht jeweils pro Elternteil 4.000 Euro. Zweimal 4.000 Euro macht 8.000 Euro. Einfach mal eine Stunde. Jetzt könnt ihr vielleicht ja schon mal ausrechnen. Der Mann hat 24.000 hinterlassen. Wir sind noch nicht mal fertig. Und seht ihr, wir sind schon bei 24.000 Euro angelangt. Jetzt geht's weiter. Ehefrau bekommt ein Achtel von 24.000, also 3.000. Das macht Gesamt, guck, Töchter 16.000, Mama 4.000, Papa 4.000, Ehefrau 3.000, macht Gesamt 27.000.
Aber dieser Mann hat 24.000 hinterlassen. Muslime, nein, wie geht du hast gelogen. Allah hat die Wahrheit gesagt. Wie geht das, liebe Muslime? Wie geht das, dass Allah an Grundschulmathematik scheitert? Ein allwissender Gott. Wie funktioniert das? Was für Zinsen? In Islam ist Zinsen verboten. Zinsen! Komm, macht eure Rechnungen. 1 plus 1 gleich 1 plus 1 plus 1 gleich 3. Ihr rechnet doch so gerne. Wie geht das? Dass ein Mann 24.000 Euro und dann 27 kommt raus. Tut Allah jetzt 3.000 Euro von Himmel schicken. Ihr seht, das Buch ist von vorne bis hinten mit Fehler. Von vorn bis hinten mit Fehler. Da. Könnt ihr gerne selber herausfinden, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Hier könnt ihr bitte einen Screenshot machen, die wo mir nicht glauben. Und dann könnt ihr hinterher selber sagen, ob es stimmt oder nicht. Das stimmt zu 1000%. So, Screenshot gemacht. Bitteschön. Also, stellt niemals Allah ein bei Aldi an der Kasse. Niemals! Nachher fehlt 3.000 Euro am Abend und ihr seid im Minus. Amir, Bruder. Ja. Was ist los, mein Lieber? Hast du das gekannt? Das kannte ich wirklich noch nicht, da hast du recht. Ah, jetzt hier Shake Your Booty. Welcher Vers war das? Sure 411? Sure 411 und Sure 412, wo das Erbrecht geregelt ist. Ah, okay. Ich werde mir das später mal genauer nochmal reinziehen. Schaut es dir an. Also Shake Your Booty ist auch gut. Und wen ist das von Rob? Hat der Rob Christian das rausgehauen, ne? Nein, Bruder, nicht von Rob Christian. Also, ja. Shake Your Booty ist auch gut. Was? Shake Your Booty ist auch gut. Roses! Rosie! Ice cream! Ice cream! Lick, 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 lick! Lick, 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 lick! Oh, ice cream. Blah, 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 blah. Oh, Universal. Woo! Universal. Schon wieder Universal. danke vielmals. Was ist diese Universal überhaupt wert, ja? Weiß ich nicht, keine Ahnung, muss mal gucken. Da kommt so ein Riesenteil, das ist bestimmt viel wert, oder? Ich schaue ja, gerade. Universal Galaxy 1000. Ja, Galaxy ist das. Universal ist was anderes. Preiset den Herrn. Preis den Herrn Jesus, ja. 10 Euro, aha, okay. Universum 200 Euro, Wahnsinn. Nein, oder? Universum ist doch nicht 2200 Euro, Mann. Ein Universum ist doch 200 Euro, glaube ich, oder sogar mehr. Geht doch gar nicht, Bruder. Wenn 3/7 davon da an Ding an TikTok geht, wie willst du 200 Euro nehmen? Das geht doch gar nicht. Fällt dir eigentlich was auf? 3/7, das ist genauso aufgeteilt wie in Hubs. Ja. In da Hubs. Darfst du auch noch auf 3/7 deines Geldes zugreifen. Ja, stimmt, also ich. Man kriegt 200 bis 150 Euro, Wahnsinn. Ü-Geld.
Ja, ich bin echt froh, ne, dass sehr viele Menschen durch das Ganze aufgewacht sind und nicht einfach blind so diese ganzen Geistlichen am Glauben sind über den Islam, ne? Wahnsinn. Gott sei Dank, in so einer freien Gesellschaft wie diese, ne? Oh, Roses! In so einer freien Gesellschaft wie diese können wir ja darüber reden, ohne direkt ermordet zu werden. Aber in einem islamischen Staat ist es unmöglich, so das Ganze mit den Leuten zu teilen, ne? Ja, leider. Mann, ja. Es wird auch immer schlimmer hier in Deutschland, wirklich. Es wird auch hier, sogar hier wird es immer schlimmer. Ja, deswegen müssen wir halt diese Freiheit noch nutzen, damit wir wenigstens hier unsere christlichen Geschwister auch quasi ja, das schuldig sind, ne? Damit wir auch in Freiheit das sagen können, ne? Weil die müssen ja leiden. Und ja, wir sind hier im Freien und trauen uns noch nicht mal ja, dem ganzen Einheit zu gebeten. Das ist ja Quatsch. Also wir müssen das auf jeden Fall weitermachen. Universum kostet ca. 15 Euro. Das ist so traurig, wirklich. Das ist so traurig. Auf der ganzen Welt, ey. Das ist so traurig. Die am meisten verfolgteste Gruppe. So traurig. Ja. Und wie viele Menschen gestorben sind nur wegen diesem Islam? 270 Millionen. Mittlerweile ist es ja wahrscheinlich noch höher. Mittlerweile sind wir bestimmt bei 275 Millionen. Wahnsinn, ne? Ja, diese Zahlen war ja vor 10 Jahren, glaube ich. Was ist denn in Pakistan passiert? Wieder Bombenanschlag, ne? Oder Pakistan ist richtig schlimm. Wenn du willst, kann ich dir kurz zeigen. Das geht eigentlich nicht mal, das geht ein paar Sekunden, das kann ich dir schnell zeigen, ohne dass du gesperrt wirst. Warte. Komm jetzt, Typico. Typico, Leute, Typico, Chikiko. Das kann ich dir kurz zeigen, ohne dass du gesperrt wirst. Ich muss immer mal ein bisschen Typico. Oh, warte. Roses. Roses, Roses. Ah, das kann ich dir zeigen, ohne dass du gesperrt wirst, Bruder, weil das geht noch 45 Sekunden. Warte. So, hier. Alles doppelt, alles mal drei. Hier, schau, Bruder. Bruder, ja, schau. Ja. Ach so, ja, die zerstören die Kirche, ne? Das ist so krank, ne? So eine kranke Satanssekte, ey. Wahnsinn. So eine Geisteskrankheit, ne? Guck mal, das an. Auch die machen das alles, was die machen, machen die wegen Gotteslästerung. Die machen das wegen Gotteslästerung und gehen Friedhöfe entweihen, tun Kirchen in Brand setzen, tun Familien töten. Warum? Wegen Gotteslästerung. Guck mal, was die selber machen. Das ist richtiger Satanismus. Das ist einfacher Satanismus. Und deren Ideologie wollen wir hier nach Deutschland importieren. Guckt euch das bitte an. Ja, da. Guck mal, wie die das alle feiern. Krank. Die feiern das auch noch. Guck mal das an. Die feiern das. Da, Polizei macht gar nichts. Die stehen dahinter. Laut Sicherheitskräften gab es keine Verletzten. Wer es glaubt, wird selig. Ganz ekelhaft. Ganz ekelhaft. Schaut euch das an. Und die sind hier. Und diese Leute sind hier, ne, Leute? Ja. Zu Scharen sind die hier in Deutschland und Europa. Ne. Der Wahnsinn. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Unter dem Begriff des Gotteslästerungs machen die Gotteslästerung. Das ist genau das gleiche wie, wer den Islam beleidigt, der soll ermordet werden. Das ist genau das ist ungefähr genau dieselbe Aussage. Wer den Islam beleidigt, soll getötet werden. Selbe Aussage. Macht keinen Sinn. Gegensätzlich bis zum geht nicht mehr. Ja, in Indien töten sie auch Christen. Ja, und wer sind es diejenigen, die dort Christen töten? Hast du wohl vergessen, dass Indien eins der größten islamischen Länder ist? Da leben 1 Milliarde Menschen, mein Freund. Ja, das sind wirklich Dämonen. So handeln auch nur Dämonen, um ehrlich zu sein. Welcher Mensch handelt so, dass er geht und andere Menschen anzündet, tötet, die ganze Zeit, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, nicht jeden Tag,
Und wenn ich jetzt hier reingehen würde, auf, ich gehe jetzt hier einfach so auf politikversagen.net und schau einfach nur, schaut mal das jetzt an. Das ist einfach der Wahnsinn. Schau mal das jetzt an. Hier. Ich gehe einfach mal so auf politikversagen.net. Dann gehe ich hier auf Rubriken und dann gehe ich einfach mal auf Ausländerkriminalität. Schaut mal. 22.8. Das ist heute. Schau mal nur allein heute bis 13.20 Uhr, was bereits gemeldet worden ist alles. 18-Jähriger von Südländer verfolgt und begrapscht. 18-Jährige, sorry. Apolda Thüringen. Der Mann hat die 18-Jährige in der Innenstadt vom Bereich der Marktpassage verfolgt. Er sprach gebrochen Deutsch und hatte ein südländisches Aussehen. Der Mann schubste die junge Frau, hielt sich am Arm fest und berührte sie mehrfach an den Brüsten. Erst als ein Familienvater dazwischen ging, entfernte sich der Täter. Immer noch 22.8. Judith 30. Verblutet nach 45 Messerstichen von Feind, 25 Jahre alt. Judith wollte immer helfen. Sie ging davon aus, dass diese Männer eine schwere Vergangenheit hatten, ihre Unterstützung brauchen, sagt Christine S., 67 Jahre alt. Über die wiederholt toxischen Beziehungen ihrer Tochter Judith S., 30 Jahre alt. Verblutete, nachdem ihr Ex-Freund Fahim Z., 25 Jahre alt, mit einem Messer 45 Mal auf sie eingestochen hatte. Seine Staatsbürgerschaft ist ungeklärt. So wie immer, dass sie einfach behaupten können, wir sind Syrer. 22.8.23. Wir sind immer noch bei heute. Wir sind immer noch bei heute. Görlitz, Sachsen. Mehrere jugendliche Syrer spielten mitten auf dem Marienplatz Fußball. Das störte wohl eine Gruppe Erwachsene, die auf den dortigen Bänken saß. Sie forderten die jungen Syrer auf, das Ballspielen einzustellen. Es kam zum Streit. Die älteren Deutschen wurden von den Syrern getreten, mit Flaschen beworfen und verletzt. Immer noch. Guck mal das an. Afghane vergewaltigt 18-Jährigen, einen Jungen, stundenlang im U-Bahnhof. Das ist in München passiert. Widerliche Tat an einem Münchner U-Bahnsteig. Ein stark alkoholisierter 18-jähriger Mann wurde stundenlang vergewaltigt. Erst in den frühen Morgenstunden ließ der 20-jährige afghanische Täter von dem 18-jährigen ab und klaute ihm noch das Handy. Seine widerliche Tat wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Südländer mit auffälliger Narbe vergewaltigt Frau im Park. Hamburg. 28-Jährige war in der Nacht auf Samstag auf dem Weg durch eine Grünanlage, als sie von einem Südländer mit auffälliger Narbe im Gesicht angesprochen wurde. Als sie weitergehen wollte, hielt er sie fest, schlug ihr unvermittelt ins Gesicht und zerrte sie abseits des Weges. Dort vergewaltigte er sie. Mitten am Tag. Jugendlicher vor Chemnitzer Hauptbahnhof von Pakistanis sexuell belästigt. Das geht weiter. Polizeibekannter Pakistani begrabt deutsche Frau im Zug. Die ganze Zeit, guck mal das an. Afrikanische Räuberbanden in Zügen, der Krieg in Mitteleuropa. Schwarzer Schweizer soll auf Mallorca Touristin vergewaltigt haben. Guck mal das an. Da. Da. Was Migranteneltern sperren Tochter ein und schlagen sie, um sie von der Schule fernzuhalten. Diese Meldungen gehen den ganzen Tag. Schaut euch das an. Und der Tag hat gerade erst angefangen. Wartet mal bis 8 Uhr ist, was da noch alles dazu kommt. Jeden Tag. Genau, jeden Tag. Worüber sprichst du da gerade? Ja, ein paar Leute haben angesprochen. Kennst du politikversagen.net, Bruder? Stell dir mal vor, wir würden den Muslimen das antun, was sie jetzt in Pakistan getan haben. Ihre Moschee anfangen da zu zerbomben und in Brand zu setzen. Tausende Christen hier in dem Land. Ja. Was meinst du, was hier los wäre? Ja. Wegen Blasphemie, weil die behaupten, Jesus ist nicht Gott. Und sie lästern der Bibel und sowas. Stellt euch das vor. Ja. Der Wahnsinn. Ich denke auch so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich glaube ganz ehrlich, das ist politisch gewollt. Das ist einfach nur krank und ungerecht. Merkt ihr das? Ungerechte. Was sagt der Jesus Christus? Ungerechte werden das Himmelreich niemals erben. Danke, Herr. Ja, das Foto, das Bild, ja. Ist es nicht das, wovon uns Muslime versuchen zu überzeugen? Seid mal ehrlich. Ist es nicht das, wovon uns Muslime versuchen zu überzeugen?
Ja, das Bild, ihr findet das vielleicht lustig, aber das ist wirklich das, wovon uns Muslime versuchen zu überzeugen. Sie versuchen uns zu überzeugen, dass eine Neunjährige zu Zeiten Mohammeds so aussah wie die linke Dame, die mindestens 19 ist, mindestens. Dabei sah eine Neunjährige heute genauso aus wie damals. Und zwar so wie rechts. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn, wirklich. Das ist einfach nur so dreckig. Ich bin froh, dass mein Hauptaccount wieder freigeschaltet ist. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis der wieder gesperrt wird, ey. Ehrlich. Ich glaube, es dauert nicht lange. Die sind schon bereits in ihren Instagram-Accounts wieder am rumwütend. Hey, der ist online. Geht schnell, meldet ihn. 100%. 100%. Genau. So wie Christus gesagt hat. Zwei Blinde können nicht einander führen. Wenn zwei Blinde einander führen, dann fallen beide in die Grube. Ja, dann kommen die wieder mit Rebecca an. Der einzige Grund, warum die mit Rebecca ankommen, ist der Grund, weil ihr eigener Prophet so eine schändliche Tat begangen hat. Sonst würden die das mit Rebecca niemals erfinden. Und ich wähle bewusst das Wort erfinden, weil es steht einfach nicht in der Bibel. Es steht einfach nicht. Hey, Footwipes, Mark. Ah, da ist schon wieder dabei dann. Ich bin Türke mit albanischen Vorfahren und mit jüdischen Tendenzen und japanischen Akzenten. Ja, genau. 3 Jahre alt und tut 10 Kamele tränken, wovon jeder mindestens 100 Liter trinkt, mit einem 10-Kilo-Krug, der wo 10 Liter fasst. Und damit macht sie 1000 Gänge. 1000 Gänge zum Brunnen und zurück zu den Kamelen, bis sie alle getränkt sind. Und das mit 3 Jahren. Ganz ehrlich, Rebecca muss auf jeden Fall mindestens auf Testosteron gewesen sein, auf Wachstumshormonen gewesen sein, auf irgendwas muss sie gewesen sein, dass sie das auf jeden Fall macht. Ja, auf jeden Fall. Rebecca war auf jeden Fall Bodybuilderin, auf jeden Fall. Super Saiyajin. Ah, ja, genau. Rebecca Rühl. Rebecca Rühl. Rebecca Rühl. Das ist das Beste. Rebecca hat 10 Kamele getränkt mit 20 Liter Krügen. Ich bin diesen Blödsinn nicht mehr lang mit Rebecca. Das ist und, peinlich. Ne? So Bruder, peinlich. Bruder, aber sie ist Rebecca Rühl. Kennst du Markus Rühl? Sie ist die Tochter von Rebecca Rühl. Ja, Rebecca Rühl und Rebecca Coleman. Rebecca Coleman! Rebecca Coleman. Ja, Mann. Sie konnte stimmen, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, hey, hey. Ja, genau. Aisha Van Damme. Aisha Van Damme. Aisha Van Damme. Aisha ist ja auch das Traurigste, dass ihre Eltern sie auf die Ehe mit Mohammed vorbereitet haben, indem sie sie gemästet haben. Ja, habe ich auch schon längst angesprochen in einem meiner Videos. Ja. Wie eine Gans haben sie gemästet. Ja. Oder wie ein Schwein. Kann man nicht anders sagen. Schweine werden ja auch gemästet. Damit will ich nicht sagen, dass sie ein Schwein war. Bitte versteht mich nicht falsch, aber Schweine werden auch gemästet. Genauso hat man versucht, Aisha aufzupäppeln, bis sie das aushalten kann, was Mohammed damit ihr antun wird. Das arme Mädchen, ey, wirklich.
Cosinus ist auch ein Ehrenmann. Wer? Cosinus ist ein Ehrenmann. Cosimo? Cosinus, der ist ein Ehrenmann. Cosinus, okay. Ja, der ist ein super Supporter, wirklich ein super Supporter. Das ist wahrscheinlich auch derjenige, der wurde den Universum geschickt hat. Das war kein Universum, das war diese Galaxie, glaube ich, ist das, oder was, ne? Ach so. Universum sieht nochmal ganz anders aus, wenn das so gepostet wird oder wenn das geschickt wird. Jelena hat auch recht. Aisha kann nur psychisch kaputt gegangen sein. Auf jeden Fall, hast du auf jeden Fall recht. Genauso wie die Tatsache, dass Mohammed mit Sicherheit, ich bin mir zu 100% sicher, Mohammed mit 100%iger Sicherheit, er hatte Geschlechtskrankheiten. Zu 100%. Weil es geht nicht, dass du 18 Frauen hast und 30 Sexsklavinnen hast und damals gab es keine Kondome. Es geht nicht, dass dieser Mann sauber war. Geht nicht. Funktioniert einfach nicht. Ja, die gelbe Flüssigkeit, die er gesehen hat, beweist uns das ja. Genau. Unfassbar, ne? Ja, genau. Dazu habe ich auch geschrieben gehabt. Da. Dazu habe ich explizit auch geschrieben gehabt, Superspreader Mohammed. Warte. Wo habe ich das? Hier, Kinderehen. Sexsklaverei. Mohammed ibn Sayyad, homosexuelle Tendenzen, der Pakt mit Umar mit vertauschten Rollen. Tauscht. Kamelo. Oh, Wien. Roses! Roses! Gott segne jeden Einzelnen hier drinnen. Möge er euch das ewige Leben schenken, das er sowieso schenkt. Denn der Herr Jesus Christus hat stellvertretend für jeden Einzelnen von uns bezahlt. Ist das nicht wundervoll, ihr Lieben, dass ihr gesegnet wurdet von Herrn? Dass ihr errettet seid am Tage der Auferstehung und dass euch keinerlei Bedrängnis erwartet, ne? Ihr dürft jubeln und euch freuen. Halleluja. Amen, 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 Amen. Dr. Scherer, Abu Amir, euer Löwe, euer Bär. Auf jeden Fall. Wer ist der beste Sheikh von ganz Deutschland? Sag es, Sheikh Abudi. Sheikh Abudi und Sheikh Abu Amir. Sheikh Abudi, ey. Du hast dir den Namen gegeben, weil ich das einmal genannt habe, ne? In einem meiner Streams. Sheikh Abudi. Und dann auf einmal hast du den Namen, ne? Ich hab's von Ding geklaut, ja? Von Ding. Apostate Prophet. Der macht doch diese Dinge, Spaßdinger, so Ding, diese Witzdinger so mit Shake Your Booty. Ja, Shake Your Booty, Shake That Booty. Da gab es sogar einen Account, der nennt sich wirklich Shake That Booty. Ja, das ist meiner. Nein, ich meine damals schon bei Christian Prince, Shake That Booty. Ich glaube, der ist auch Moderator bei CP in seinem YouTube-Channel. Stimmt. Sheikh Abu Amir, Gelehrter von Abu Najish. Amir, wie konnten Schmuck von einem erwachsenen Mann Rebecca ein Kind passen? Das raffen die nicht. Genau. Allein die Tatsache, als Roger Limi das erklärt hat, dass mit dem Kameltränke, das kann ja kein Kind sowas machen. Die Kameltränke, das ist der Wahnsinn. Ja. Du brauchst voll die Power. Eine Frau hat mehrere zig von Kilometer zurückgelegt, um Krüge voll zu machen mit Wasser. Das ist absolut wahr. Ein dreijähriges Kind legt 20 Mal hintereinander Wege von mehreren Kilometern zurück. 100 Mal. 100 Mal anscheinend. 100 Mal. Wenn jedes 10 Kamele und wenn jedes Kamel 100 Liter trinkt, dann waren das 100 Wege. Also 1000 Wege. Ja. Also stimmt da etwas nicht? Das kann nicht sein, dass die 3 Jahre war. Willst du mich veräppeln? Ja. Meine Güte. Quranic Disasters. Quranic Disasters. Ja, Quranic Disasters. Das ist auch nicht normal. Oh nein, jetzt kommt wieder Bayramovic. Ja, ich habe auch ein, zwei Mal mit ihm geredet. Der war wirklich sehr unfreundlich, Mann. Wenn er beleidigt, geht er wieder runter. Wenn er sich benimmt, dann ist okay. Ach, der ist ja gar nicht mehr da. Ah, dann.
Er braucht ein bisschen länger zum Hochkommen. Klaut sein Nachbar sein WLAN wahrscheinlich. Also, Chef der Bode. Soll ich mal einfach random jemanden einladen für Match? Aber ohne Match. Einfach so nerven. Versuch. Mal sehen, was dabei rauskommt. Achso, ne, ich muss ja irgendwie. Ich muss den Leuten ja folgen, das geht so nicht, ne? Ich muss erstmal ein paar Leuten folgen auf diesem Account, dann kann man das machen. Ich habe auch zu viele Sachen. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts, er weidet mich auf einer grünen Aue. Psalm 23. Das ist auch krass. Allah lehrt Zauberei, um Mann und Frau zu schaden. Steht im Koran, in Sura 2102. Das ist auch heftig. Das ist auch heftig. Das mit Harut und Marut. Das kennst du aber bestimmt. Dass sie dann. Und sie folgten dem, was die Satane während der Herrschaft Salomos vortrugen. Doch nicht Salomo war ungläubig, sondern die Satane waren ungläubig. Sie brachten den Menschen die Zauberei bei, so wie das, was den beiden Engeln in Babel, Harut und Marut, herabgesandt wurde. Die beiden jedoch haben niemandem etwas gelehrt, ohne dass sie gesagt hätten, wir sind nur eine Versuchung, so werde nicht ungläubig. Und sie lernten von den beiden das, womit man zwischen dem Mann und seiner Gattin Zwietracht herbeiführt. Doch sie fügten damit niemandem Schaden zu. Und jetzt kommt der Satz. Es sei denn mit der Ermächtigung Allahs. Ah, Allah ist der Urheber, ne? Ja, es sei denn mit der Ermächtigung Allahs. Das ist so krass, Mann. Es ist so krank eigentlich, wirklich. Ja klar, habe ich die Quelle dazu. Warte ganz kurz, wo waren wir da gerade drin? Hier. Das ist im Koran, Sure 2, Vers 102. Ist das nicht heftig, dass jeder, dass der Allah mit allen Propheten redet, außer mit Mohammed? Ja. Bei Mohammed sind der einfach ein Engel, der so ein Vermittler zwischen Allah und dem Propheten ist. Ist das krank? Da stimmt doch schon wieder was nicht. Das ganze Buch stimmt nicht. Von vorne bis hinten irgendwas stimmt da nicht. Es geht von Seite 1 los und hört auf bei letzter Seite wirklich die Fehler des Korans. Fängt von erster Seite an bis zur letzten Seite wirklich konstant. Schon ganz am Anfang sagt er, im Namen Allahs. Im ersten Vers schon, im Namen Allahs. Ja, wie, wenn Allah da redet, im Namen Allahs. Ja, wie? Typico, Leute, typico. Tippi, tippi, tippi. Tippi, tippi, tippi. Tippi, tippi, tippi. Oh, heart. Heart. Roses. Was meinst du, wie die Leute am Tag verdienen, diese Kranken da von NPC oder was das da ist? Die verdienen sich eine goldene Nase. Die machen am Tag 2.000, 3.000 Euro. Oder hast du den Spin gesehen von der Katze? Die haben einer Katze eine Kamera gemacht. Ich glaube, auf Philippinen ist das. Die haben der Katze am Hals eine Kamera gemacht und die läuft die ganze Zeit rum. Und die schicken da die ganze Zeit Sachen. 21.000 Zuschauer. Boah, ist das krass. Ist das der Kanal 4.000 Euro pro Tag, ja genau. Fast 4.000, 5.000 Euro pro Tag. Krank. Wahnsinn. Guck mal, wie vielen Leuten das helfen würde. Das ist einfach nur krank. Ich verstehe, wenn die wenigstens
irgendwas machen würden, an Weisheiten wiedergeben oder Aufklärung betreiben, ihre anderen Mitmenschen etwas Gutes, Positives mitgeben, aber die sind ja wirklich nur da, machen so. Und sobald etwas reinkommt, Roses und Ice Cream, das ist das krank, Mann, ey. Und verdienen sich da goldene Nase, ey. Der Wahnsinn, das funktioniert auch noch, das ist das Krasse. Das hey, egal wo ich hingehe, die denken, ich wäre du, weil ich auch so heiße. Aber sehen das A nicht. So sind die. Die sehen dann das A nicht. Die Menschheit geht immer mehr zugrunde. Das Ende ist naja, genau. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Gott sei Dank haben wir den Herrn Jesus Christus an unserer Seite. Ohne den Herrn Jesus Christus wären wir schon längst kollabiert. Also ich zumindest auf jeden Fall. Ohne den Herrn würde ich sowas gar nicht aushalten. Mit überall so präsent sein und das Ganze nach vorne peitschen. Bringen. Alles. Nach vorne peitschen. Nach vorne peitschen, genau wie Pai Ching Yang. Pai Ching Yang. Kennst du noch? Natürlich, man, von Jackie Chan, seine alten Filme, Pai Ching Yang. Sehr gut. Knochenbrecher Pai Ching Yang. The Drunken Style. The Drunken Style, ja, genau. Guck mal, wie schön dieses Bild ist. Ah, wieso hat es das jetzt nicht angenommen? Warte, ich mache nochmal, vielleicht nimmst du diesmal an. Warte. Guck mal, wie weit das geht. Die Entrückung erlebst du noch auf Erden, das weiß ich leider nicht. Das weiß nur der Herr. Der Herr weiß nur, wann er kommt und zur Entrückung ansetzt. Wir müssen einfach so leben, als würden wir ihn jeden Tag erwarten. Ne? Schau dir mal bitte diesen Wahnsinn an, Armin. Was ist das? Betet der? In Leipzig. In Leipzig. Vor der Bahn? Ja, du lässt nicht vorbei. Bruder, es ist Zeit zu beten. Ah! Ist der Wahnsinn. Ist das kaputt? Wahnsinn. Und dann reden die sich über Klimakleber auf. Ja, habt ihr das mitbekommen hier? Der hat ja recht. Oder im Flugzeug einer, habt ihr das gesehen? Richtig, ja, hab ich auch gesehen. Der Typ hat einfach voll verstörende Sachen so gesagt. Der mitten im Weg lässt niemand mehr durch und will so mit dem Flug so alle Leute bekehren und so, ey, du glaubst an Allah? Glaub an Allah und so, ne? Schock, der wurde direkt eingesperrt. Der hat Anzeige bekommen, alles, ne? Ja. Das ist kein Klimaaktivist, das ist Klimaterrorist. Klimaterrorist, ja. Bei mir in der Klasse haben sie gebetet, sagt Mozart. Ist der Wahnsinn, gell? Was? Die haben bei Mozart. Ja, die versuchen schon den kleinen Kindern hier Al-Fatiha, kam so ein Imam oder was, hat Al-Fatiha zitiert in der Klasse. Was ist das denn bitte, Mann? Du meinst bei Dortmund, bei der Schuleinführung, wo er es angemacht hat? Ich glaube schon, ja, den Adhan hat er gemacht. Al-Fatiha rezitiert alles. Ja. Das ist nicht mehr normal. Einfach nur krank, wie fortgeschritten wir sind, ne? Und wenn du reinguckst, die Kinder, die wo eingeführt wurden, sind in der Klasse, da waren gar nicht mal so viele Ausländer, da waren voll viele Blondhaarige, ja? Ich frag mich echt, was es soll, ey. Was ist aus Deutschland geworden, Hijack? Guck mal, dein Name ist schon der richtige Indikator. Deutschland wird gehijackt. Deutschland wird gehijackt. Genau, hijacked. Ja, schade, traurig. Ne? Obwohl der Herr sagt, ne, vermehret euch und seid fruchtbar und vermehrt euch. Ne? Und ja, die vermehren sich doch. Mal. 5, 6, 7. Ja, die Muslime hören da drauf. Ne? Traurig. Ohne Rücksicht.
Beste ist, was Karlsruhe jetzt beschlossen hat. Das ist ja das Allergeilste gewesen, was Karlsruhe jetzt beschlossen hat. Das ist der Wahnsinn, was Karlsruhe beschlossen hat. Guck mal, pass auf. Guck mal, was Karlsruhe beschlossen hat, Damir. Ich lasse es ab. Das ist so krank. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das ist so krank, was die beschlossen haben. Da geht mit mir die Wut durch, wenn ich das schon höre wieder. Pass auf. Da. Alter, wo ist Ton? Ah ja, ich habe Ton ausgemacht. Sorry, jetzt Ton an. Jetzt. Ein großer Schritt für die Scharia und ein gewaltiger Rückschritt für Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe schützt Kinderehen, denn es fordert, dass diese Erreichen der Volljährigkeit als wirksame Ehe in Deutschland fortgeführt werden können. Das geltende deutsche Gesetz, das Kinderehen verbietet, schränkt nach Ansicht des Gerichts die Grundrechte ein. Die Grundrechte der Scharia-Recht zwangsverheirateten Mädchen scheinen hier irrelevant zu sein. Zur Erinnerung, nach islamischem Recht sind Mädchen schon mit 9 Jahren heiratsfähig. Verbannt diese Religion aus Deutschland und Europa! Verbannt sie! Ja. Im Endeffekt, was das bedeutet, ist das Folgende. Also Karlsruhe hat nicht direkt zugestimmt, dass man Kinderehen machen darf. Aber was Karlsruhe sagt, ist Folgendes. Und zwar, du kannst deine Kinderbraut, sagen wir mal, aus Afghanistan mitbringen mit 10 Jahren. Und dann behältst du sie einfach bei dir, bis sie das Heiratsalter erreicht hat. Und dann kannst du sie offiziell behalten. Tür und Toren werden geöffnet, seht ihr? Tür und Toren werden geöffnet für pädophil gestörte Menschen. Durchsuche ja. 65, Vers 4. Allah, der Gott, der Sittiche, ey, das ist unfassbar. Mhm. Krank. Habe ich euch nicht gesagt, man muss den Islam auf der ganzen Welt verbieten? Also ganz besonders hier in Europa, ne? Das hat nichts mehr mit einer Religion zu tun, sondern die Gelüste von Wahnsinnigen wird dadurch, befriedigt. Befriedigt, genau. Ja, Wahnsinn. Pädophile können sich wirklich freuen. Das ist heftig, ne? Stell mal vor, du findest heraus als Pädophiler, dass so der Gott des Islams so für dich legal so Pädophilie angeordnet hat. Was meinst du, was hier los wäre, wenn viele, viele Pädophile das herausfinden? Die würden zum Islam konvertieren. Bestimmt sind schon einige konvertiert. Bestimmt. Naja. Ich habe mich gewundert, warum auf einmal hier in Deutschland so viele Deutsche irgendwie den Islam angenommen haben und Dings. Auf einmal im ZDF das ausgestrahlt wurde. Weswegen überhaupt? Obwohl sie hier das Internet zur Verfügung haben. Warum? Bei einigen muss man sich ja wohl die Frage stellen. Das ist ja heftig, ey. Es kann ja wirklich nur noch einen Grund eigentlich haben. Und zwar einfach nur die Vorzüge. Ja. Ja, das kann ja nur das sein. Ansonsten würde ja keiner da reingehen. Wieso sollte er reingehen? Einfach nur, weil er die Vorzüge des, genießen kann. Genießen. Allein das Wort, ey, ich könnte mir selber eine reinhauen, dass ich das Wort benutze. Genussehe. Ja. Ich könnte mir echt selbst eine reinknallen, echt das genießen kann. Auf der Straße betet, weg mit dem. Hast du keine Anfragen von irgendwelchen Muslimen, Bruder? Nee, zurzeit nicht. Das ist ja auch nicht der Hauptaccount. Das ist auch gefährlich, wenn wir zwei zusammen sind. Ja. Da, zieht euch den rein. Wieder im Bus. Ist das ein Busfahrer? Ist der Busfahrer selber, ne? Keine Ahnung, schon wieder im Bus. Aber sieht aus wie der Busfahrer. Ja, er ist der Busfahrer selber. Naja. Was Deutschland einmal war,
Vergiss es. Es wird nie wieder das Mal sein, was es einmal war. Nie wieder. Geht nicht. Funktioniert gar nicht. Rein rechnerisch geht's nicht. Abbiegen. Abbiegen. Ja, traurig, ne? Traurig. Aber das alles muss geschehen, ne? Damit die Liebe sich erfüllt. Hier, bitteschön. Was ist das? They took the rabbis and monks as lords instead of Allah and the Messiah. The Messiah, ja. Yeah. Jesus is even God in Islam. Anstatt Allah und den Messias zu Gott zu nehmen. So verrückt der Koran, der Wahnsinn. Widerspricht dich auf jeder Seite. Ja. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen offline und dann komme ich gleich wieder online. Das ist die Zukunft Deutschlands. oder egal, ich lasse einfach weiterlaufen. Wir lassen einfach weiterlaufen. Armin, warte, bevor du gehst, ich zeig dir noch ein geileres Foto. Pass auf. Nein. Pass auf. Guck mal das jetzt an. Da. Was ist das? Wo? Ah, da. 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 Das ist so kacke. Die eine, ja, genau. Die eine demonstriert für sie, die eine demonstriert für ihren Tod. Das ist so krank, ne? Ihr hört euch ein bisschen Psalm 103 an. Gott ist treu. Alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den und alles, Herrn, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünden vergibt. Alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da, ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele.
Was passiert? Ich habe kurz ein Eis geholt. Ist der Psalm zu Ende? Hört man mich? Alhamdulillah, Jesus. Hört man mich? Ja. Okay. Habe ich euch schon erzählt, dass ich gestern für eine Woche gesperrt worden bin, weil ich Hurensohn genannt worden bin und denjenigen daraufhin rausgeschmissen habe. Und als Dank dafür wurde ich eine Woche gesperrt auf meinem zweiten Account. Aber Gott sei Dank ist seit heute mein Hauptaccount wieder freigeschaltet. Ja. Komm, wir haben 148 Leute online. Was wollt ihr? Was soll ich euch zeigen? Komm, ich mach so wie in meinen eigenen Streams. Solange Armin nicht da ist. Ihr könnt euch aussuchen. Warte mal kurz. So. Ihr könnt euch aussuchen. Warte. Gehen wir mal ganz unten, damit wir alle Themen im Überblick haben. So. Soll ich euch verrückte Hadithe zeigen, oder wie? Danke, Cosinus, mein Bruder. Du bist bei mir sowieso mein Top-Moderator. Wärst du gestern bloß da gewesen, bei wo ich beleidigt worden bin? Weil ich habe die ganze Zeit gesagt, wo sind die Leute, wo sind meine Moderatoren, ja? Die, wo den Typen einfach hätten stummschalten können, war keiner da leider. Und dann wurde ich eine Woche gesperrt auf meinen anderen Account. Aber egal, das ist ja mein Hauptaccount, der funktioniert ja noch. Ja, macht die 150 voll. Soll ich euch verrückte Hadithe zeigen? Hm? Wahnsinnige Hadithe. Was sagst du, Cosinus? Willst du auch wahnsinnige Hadithe sehen? Gerne, 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 gerne. Ja gut, dann machen wir wahnsinnige Hadithe. Alhamdulillah, Jesus. Alhamdulillah, Jesus. Alhamdulillah, Jesus. Unbedingt. Ich zeige euch gerne. Jetzt aber der Host wieder da. Nein, ich bin da. Übernimmt die Show. Okay, solange er noch nicht da ist, zeige ich euch. Komm, ich zeige euch einen verrückten Hadith von dem Ding Schiiten, damit die Schiiten auch mal was abkriegen. Komm. Kennst du den Hadith, wo Mohammed zulässt, dass sein Junge seine Tochter im Grab schlafen soll? Ja, kenne ich. Al-Kafi, Kapitel 111, Hadith 27. Bevor ich anfange, muss ich ganz kurz hier was Süßes machen. Momento. Eine Sekunde. Oh. Beruhig dich. Beruhig dich. Wie hast du denn? Ja, muss mal kurz. Muss mal kurz ein bisschen kümmern, weißt? So, jetzt hast du. Jetzt bist du glücklich.
Jetzt ist die Katze glücklich. So, jetzt können wir das mal wieder hier dran machen. Hunde sind treue Wesen, aber Katzen sind selbstständige Wesen. Das ist das Gute. Also, Al-Kafi, Kapitel 111, Hadith 27. Machen wir ein bisschen hier Verlängerung, damit man sieht. Al-Kafi. Also ja. Al-Kafi, Kapitel 111, Hadith 27. Gehen wir ein bisschen zurück. So, jetzt haben wir den ganzen Bildschirm drauf. Klack, alles klar. Also, hier steht, Mohammed ibn Yahya hat von Sa'd ibn Abdullah, ibn Mohammed al-Takafi von Ali ibn Wallah von seinem Bruder Mohammed von Durust ibn Abu Mansur von Ali ibn Abu Hamza und Abu Basir von Abu Abdullah alayhi salam al-Marraru überliefert, der folgendes gesagt hat. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Benz AMG geboren wurde, mit vierfach Antrieb, blieb er tagelang ohne Milch. Abu Talib selbst stillte ihn und Allah schickte Milch durch seine Brustwarzen. Allah schickte Milch durch seine Brustwarzen. Das ist aber ein Mann. Wie geht das? Ganz einfach. LGBTQ war schon damals eine Sache. Es dauerte mehrere Tage. Und dann bis Abu Talib Halima al-Sadiya fand und ihr das Kind übergeben wurde. Wir sehen also in den schiitischen Hadithen, dass Muhammad von einem Mann gestillt worden ist, in dem Allah Milch durch seine heiligen Brustwarzen durchfließen ließ. Alhamdulillah. Was haben wir noch? Was haben wir noch Schönes? Das mit den Rosinenköpfen. Der Prophet sagte, höre zu und gehorche deinem Anführer. Selbst wenn er ein Äthiopier ist, dessen Kopf wie eine Rosine ist, der zu deinem Anführer gemacht worden ist. Hier haben wir Rassismus. Gegen Türken, gegen Schwarze, gegen Kurden, gegen Inder. Und zwar, erstens erzählt Ali bin Ibrahim von Harun bin Muslim von Masada bin Ziyad. Vielen Dank. Von wem war das? Eine Schwester oder ein Bruder? Hauptsache mein Glaubensgeschwister. Von Masad bin Ziyad von Abu Abdullah alayhi salam sagte Amirul Mu'minin alayhi salam sagte, hüte dich davor, guck mal, was hier steht. Was steht da? Ja. Hüte dich davor, die Neger zu heiraten, denn sie sind eine hässliche Schöpfung. Al-Kafi fin Buru, Buch Nikah, Kapitel, wer wegen der Ehe nicht gemocht wird. Erzählung 1. Zweitens erzählte Ali bin Ibrahim von Ismail bin Muhammad al-Maki, von Ali bin al-Hussein, von Amr bin Othman, von al-Hussein bin Khalid. Wo das steht, habe ich doch gerade alles vorgelesen. Von dem er von Abu Arabi al-Shami erwähnte, sagte Imam Abu Abdullah, wie sagte, kaufe sie nicht einmal jemanden, der ein NEG eben ist, heiraten sie niemals jemanden aus dem kurdischen Volk, denn sie sind Teil der Djinn, Dämonen. Al-Kafi fil Furu, Buch Nikah, Kapitel Wum, sind für die Ehe unbeliebt. Erzählung 2. Drittens. Erzählt mehrere unserer Gefährten von Saal bin Said, von Musa bin Jafar,
von Amr bin Said, von Mohammed bin Abdullah al-Hashimi, von Ahmed bin Yusuf und Ali bin Dawud al-Haddad, sagte Imam Abu Abdullah, wie sagte, heiraten Sie nicht von den N. Sansch oder den Khazaren, denn sie haben viel, denn sie haben nahe Verwandte, die untreu sind. Al-Kafi Filfuru, Buch Nikah, Kapitel, wer wegen der Ehe nicht gemocht wird, Erzählung 3. Er sagte weiter, Indien, Sind und Kind. Kein einziger von ihnen von dort ist intelligent, als ob sie so, selbst so intelligent wären. Al-Kafi Filfuru, Buch Nikah, Kapitel, wer wegen der Ehe nicht gemocht wird, Erzählung 3. Maschallah, super, ne? Da oben. Screenshot gemacht? Super. Machen wir weiter. Bilal der Sklave. Bilal sagte zu Abu Bakr, wenn du mich für dich gekauft hast, dann behalte mich für dich. Aber wenn du mich um Allahs Willen gekauft hast, dann verlasse mich für Allahs Werk. Von wegen, der Mann wäre befreit worden. Der war ein Sklave bis an sein Lebensende. Hier, Mohammed verflucht schwarze Menschen. Ishaq, Seite 243. Ich habe den Apostel sagen hören, wer Satan sehen will, soll Naphtal anschauen. Er war ein stämmiger Schwarzer mit langem wallendem Haar und entzündeten Augen und dunkelroten Wangen. Er pflegte zu kommen und mit dem Propheten zu sprechen und ihm zuzuhören. Er würde das, was er gesagt hat, zu den Heuchlern tragen. Naphtal, sagte Mohammed, ist ganz Ohr. Wenn ihm jemand etwas sagte, glaubte er Mohammed es. Deswegen wurde auch Mohammed das Ohr genannt. Allah hat in Bezug auf ihn herabgesandt. Für diejenigen, die den Apostel ärgern, gibt es eine schmerzhafte Strafe. Koran sagte in Vers 9, 61, Gabriel kam zu Mohammed und sagte, wenn ein Schwarzer zu dir kommt, ist sein Herz grober als das eines Esels. Mashallah, Islam. Die heiligen Quellen des Islams. Mashallah. Herzlich willkommen, Bruder, in dein eigenes Stream. Man hört dich nicht, Bruder. Bist du stumm geschaltet? Bruder, bist du stumm geschaltet? Achso, er telefoniert. Na ja, gut, okay, komm. Dann machen wir noch ein bisschen weiter, bisschen, solange er telefoniert. Machen wir noch ein bisschen weiter. Wenn irgendjemand ankommt von wegen, ja, wir die Christen und die Muslime, ja, wallah, wir sind Brüder, ja. Einfach diesen Hadith zeigen. Sei Muslim, 1767a, ich werde die Juden und die Christen von der arabischen Halbinsel vertreiben und nur Muslime zurücklassen. So viel zu, wir sind Brüder. Ah, Bruder, bist du wieder da? Ja, na sicher bin ich da, ich bin immer da. Ich habe gedacht, du warst gerade am Telefonieren, weil du hast geredet und man hat dich nicht gehört. Ja, ich habe wieder Geistesblitz bekommen. Warum? Was passiert, oder? Ich musste viel, viel reden, ohne dass man es nicht hört. Ah, du hast, warst also doch nicht am Telefon, gell? Du hast geredet und man hat dich nicht gehört. Ja, genau. Ich habe mit... Hast du mich nicht gehört? Ich habe gesagt, Bruder, du bist stumm geschaltet. Mit Beinen habe ich dir kommuniziert, mit vielen Beinen. Ich habe extra gesagt, Bruder, man hört dich nicht, du bist stumm geschaltet, glaube ich. Hast du nicht gehört? Nee, habe ich nicht gehört. Schade. Gottes Segen, Violetta. Gottes Segen, ja. Man kann gar nicht oft genug sagen, Gottes Segen. Ja. Danke, Vicello. Wir sind ein Dreamteam, sagen die. Von Shakes und von Shake zu Shake. Wir shaken sehr viel hier rum. Wir shakern. Von Shake zu Shake. Shake, hast du IT-Erkenntnisse? Welchen Shake meinst du? Welchen Shake von denen meinst du? Welchen Protein-Shake? Welchen Shake meinst du? Protein-Shake. Das ist auch mit der Name. Protein-Shake. Ja, das ist mein dritter Account. Ja? Ja. Hammer. Ja, die IT-Kenntnisse tatsächlich, ich habe studiert.
BWL mit Schwerpunkt auf IT. Hammer, sehr schön. Unter anderem mit Schwerpunkt auf IT. Auch auf den alle anderen möglichen Sachen, aber ich habe fast so viele Degrees wie Sheikh Yasser Sheikh Yasser Qadi, der kennt den Qadi. komplett Koran auswendig, ne? Der ist ein Ja. Qadi. Der kennt auswendig, ja. Meine Cousine kennt auch auswendig. Ja? Ja, meine Cousine kennt auch auswendig. Und ich sollte es ja auch auswendig lernen, bis ich aufgehört habe, weiterzulernen. Ich kann ja auch Der sehr viel Bruder, vom Koran auswendig. mein Bruder Reza, die Leute wissen das gar nicht. Als kleines Kind hat er an Koranwettbewerben teilgenommen und alle fast gewonnen, ne? Wo er so klein war. Der war ein Meister der Rezitation, der Abu-Hetzerei. Heftig, ne? Abu Hetzer. Ja, er Ja. war wirklich gut in Koran rezitieren. Wahnsinn, der Reza. Mein Vater hat den immer zu Koran-Rezitationswettbewerben im Iran mitgenommen und der hat die alle kaputt gemacht. Heftig, ne? Der ist schrecklich, mein Bruder, ey. Der ist krass. Er hat auch bestimmt Dinge gemacht. Er sah angerufen, zu Gebete gerufen. Ja. Hat Wer er gemacht, ja? weiß, wenn wir im Iran geblieben wären, wären wir eventuell, weiß ich nicht, schiitische Gotteskrieger geworden oder sowas. Ne? Kann durchaus sein. Bestimmt, warum nicht? Ja, wer weiß, ne? Keine Ahnung. Wir wären bestimmt irgendwie in Kreisen gewesen oder in Moscheen gegangen und sowas, ne? Und hätten uns da auch radikalisieren lassen, aber bestimmt, ey. Bestimmt, Gut bestimmt, ganz bestimmt. vorstellen. Aber der Jesus hat was anderes mit uns vorgehabt. Amen. Halleluja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hier in Deutschland hat man die Wahl, hier in Deutschland hat man die Chance, das zu hinterfragen. Aber selbst diese Chance verschwindet mit der Zeit, desto immer, weil, wie wir selber sehen, die Strömungen werden immer stärker. Stellt das alles noch in Frage, solange ihr noch könnt. Weil es dauert nicht mehr lange, weil dann werden die hier auch anfangen, ihre Sachen breit zu rollen, aufzurollen und durchzusetzen. Sehen wir ja schon. In Orten wie Kreuzberg, Neukölln, da haben die schon Friedensrichter, da ist schon das Gesetz ausgehebelt. Das wird hier in Deutschland auch kommen, bin ich mir zu 100% sicher. Was glaubst du, Bruder? Glaubst du auch, dass weite Teile von Deutschland bereits jetzt nicht alles an Deutschland, aber weite Teile an Deutschland, dass die bereits verloren sind? Natürlich. Ob ich das glaube, das ist so. Das sehen wir mit unseren eigenen Augen. Ey, guck dir das nochmal Ja. an. Das ist schon kein normaler Zustand mehr. Mir kommt es manchmal so vor, als wollen die Medien uns nicht sagen, dass der Ausländeranteil weitaus dem Ganzen übersteigt, was wir so durch die Medien mitbekommen, dass das alles schon so fast schon 60 zu 40 geworden ist, ne? 60% Ausländer, 40% noch Deutsche oder sowas, ne? Das kommt mir echt so Ja, vor. sogar noch höher, in Neukölln glaube ich sogar noch höher, gell? Oder in Orten wie in Offenbach, da ist es glaube ich sogar noch höher. Guck mal, was Ex-Muslimer sagt. Ich kenne diesen Worldwide Muslim, der hetzt unnormal mit seinen Worten. Wir werden uns vermehren und so weiter. Guck mal, weißt du, was lustig ist? Der darf das. Der wird nicht gesperrt dafür, gar nichts. Der darf das einfach so durchziehen. Ist lustig irgendwie, oder? Wer ist das denn? Ich habe keine Ahnung, ja. Irgendeiner, der wohl die ganze Zeit nur hetzt. Auf Englisch? Nein, nein, auf Deutsch. Also. Der hetzt die ganze Zeit, aber komischerweise wird er nicht geblockt, ja. Ja. Was willst du erwarten? Das System entscheidet, ne? Ja, und komischerweise, Für den einen ich oder anderen hätte ich auch, ne? Und ich werde ja werde. nicht gesperrt. Guck mal, ich hetz nicht. Ich tue nur aus den Schriften vorlesen. Ja, ne? Ich tue nur zitieren. Ja. Oh, was heißt? Ich werde gesperrt mit meinem Zweitaccount für eine Woche. Für was? Einfach nur, ich tue zitieren aus den Schriften, ich tue gerne vorführen. Und danach lasse ich Muslime hoch, damit die mit mir reden können, damit die halt, wenn die das widerlegen können, sollen die halt versuchen. Ich hole sie hoch. Was passiert?
Der beleidigt mich als H-Sohn und was weiß ich was alles. Und weil ich mich nicht beleidigen lassen will, tue ich ihn runterkicken. Was passiert? Ich werde gesperrt für eine Woche, ja? Was ist das, Mann? Ich check das immer noch nicht. Es geht mir immer noch nicht in den Kopf rein. Wieso werde ich gesperrt, Mann? Ja, bei meinem letzten Livestream war das ja genauso. Ich war mit dem am Reden, die islamischen Schriften am Zitieren. Auf einmal, bumm, war das auf einmal weg. Sperre erhalten. Für 8 Tage oder sowas war das jetzt, ne? Eine Woche. Nicht normal, ja. Das kann doch nicht sein, Mann, ey. Da wird man beleidigt und obendrauf noch gesperrt, ja? Das ja, ist so, ist, wenn... Ich muss also vorsichtig sein, was ich auf meinem Hauptaccount dann bald so sage. Das ist heftig. Ja. Das ist ungefähr so, als... Ich werde mir zusätzlich noch einen dritten Account dann noch erstellen. Ne? Ich habe schon 4 Accounts. Wenn du eins brauchst, sag Bescheid, ich gebe dir eins. Ich habe 4 Accounts schon sicherheitshalber. Weißt du, wie das ist? Das ist ungefähr so, als würdest du rumlaufen in die Stadt und du würdest den Leuten einfach so gegen Schienbein treten, die schreien Aua und dann tust du oben drauf von denen eine Entschuldigung verlangen. So ist das ungefähr, was da passiert so. Ich werde beleidigt und oben drauf werde ich noch gesperrt. Ja, was ist das für eine Logik, ja? Ich glaube echt, bei TikTok arbeiten sehr viele Muslime. Ja, kann durchaus sein. Aber Gott sei Dank haben wir den Herrn Jesus Christus an unserer Seite. Ja, ich habe Schienbein gesagt. Sei ein Muschrik. Von wem ist denn das Bild? Das sieht so aus wie Ibn Baz. Oder wer ist das? Ja, warte. Das ist Sheikh Ibn Baz, ne? Das ist dieser eine da, der wohl mit diesem einen Auge nicht mehr gescheit sieht. Ich glaub, ja, das ist Sheikh Ibn Baz. Der sieht genauso aus wie Sheikh Ibn Baz. Das ist er sogar, ne? Ich glaube schon, ich weiß nicht. Doch, doch, ich erkenne ihn. Das ist Sheikh Ibn Baz. Du bist bei sowas wie Enzyklopädie. Siehst ich kann du? Mir nicht alles so gut merken. Siehst du? Aha, Sayy al-Mushrik hat das bestätigt, genau. Das ist Sheikh Ibn Baz. Einer der führenden Salafis gewesen in unserer Zeit, an unserer Zeit. Ab 25.8. kommt der Zensurgesetz, oder wie? Ich frag mich echt, wie das aussehen soll. 25.8., das ist genau das Datum, wenn ich wieder online darf, mit meinem Hauptaccount. Genau deswegen wahrscheinlich. Und dann werde ich wieder gesperrt, für 2 Wochen. Genau deswegen. In 3 Tagen. Ich frage mich echt, wie das aussehen mag. Ja. Ich werde es ja am eigenen Leib erfahren, aber ich frage mich echt, was dann kommen mag. Weil es ist jetzt schon unerträglich. Ja, da sagst du was. Vielen Dank für die ganzen Likes, ihr Lieben. Für die ganzen Geschenke, ihr wundervoll. Ihr gesegnet ja, allerhöchst. Ich sag ja, Cosinus ist brutale Dinge, Supporter. Er hat bei mir auch ein K reingeschickt. Hammer, sehr nett von ihm. Gottes Segen. Alles Lob gebührt den Herrn. Amen. Also, Fake News. Danke, Melvin. Roses. Melvin. Er soll sich vor Fake News und falsche Infos verhindern. Hetzen verboten. Ich bin langsam müde, ihr Lieben. Ich habe noch gar nichts gegessen, gar nichts. Ey. Geh doch essen, Bruder. Ja, ich mach das jetzt auch. Mach das. Wir beenden den Livestream jetzt und dann ich guck mal, ob ich gleich nochmal live komme, ja, ihr Lieben. Geh Falafel essen. Ja, genau, ich gehe zum Libanesen und hau mir ein bisschen Dings rein. So einen leckeren Salat hier, wie heißt es, Tabule und so. Und ein paar Falafel und sowas. Du gehst jetzt nicht hier raus. Hol dir Essen ins Auto. Nein, Mann. Ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss ein bisschen hier raus. Und gleich komme ich wieder. Bisschen die Kräfte stärken. Amir ist noch im Wachstum. Amir ist noch im Wachstum. Ist wieder
Muss wieder zu Kräften kommen. Du bist noch im Bruder, du bist noch im Wachstum, aber nur in die Breite. Ja, genau, ich muss schön. Oh, richtig gut Friday werden. Okay, ihr Lieben. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Dankeschön, dass ihr da wart. Ich guck mal, dass ich gleich wieder live komme und wir einen weiteren Livestream abhalten. Ne? Amen, Amen. Gott segne euch, ihr Lieben. Bis später. Ciao. Gottes Segen. Ciao. Ciao, ciao. Also, ciao.